Schönen guten Abend. Mein Name ist Daniel Kurz. Ich bin Chefredakteur von Werk Bauen und Wohnen und stehe hier mit einer gewissen Ehrfurcht in der Architektur und der Kulturstadt Basel und begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung hier im Saal der Union. Basel, Wachstum in engen Grenzen. Die Veranstaltung wird eröffnet von Beat Eberhardt, der als Kantonsbaumeister seit 2015 darüber sprechen wird, wie er oder wie die Stadt Basel ihre Entwicklung in den nächsten Jahren steuern will, wie er das tun wird für Basel. Wir werden anschließend diskutieren, Andreas Rubi, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums, Charlotte von Moos, Architektin, und Anna Jessen, Architektin, und Pierre Demeron, Architekt, zusammen auf diesem Tisch, moderiert von Andreas Rubi und mir. Diese Veranstaltung ist organisiert worden vom BSA Ortsgruppe Basel, vom Schweizerischen Architekturmuseum und von uns Werk Bauen und Wohnen. Wir haben, und das ist aus unserer Sicht ein bisschen der Anlass, das zu tun, ein Heft gemacht zur Stadt Basel, ein Themaheft zu Basel, den neuesten Bauten und den kommenden Entwicklungen. Wir waren relativ viel jetzt hier vor Ort und trotzdem denke ich, unser Heft ist in erster Linie eine Standortbestimmung, es ist eine Momentaufnahme von dem, was läuft. Heute Abend wollen wir den Stein noch etwas weiter werfen, weiter in die Zukunft schauen und darauf blicken, wie es weitergehen soll. Wie sieht sich Basel als Global City, als Wirtschaftsstandort, als Arbeitsstandort, als Wohnort, als Kulturstadt, als große oder als kleiner Player hier an der Grenze der Schweiz, wo man das Meer immer schon ein bisschen riecht, wenn man über den Rhein geht oder fährt. Ich gebe jetzt als erstem Beat Eberhardt das Wort. Er wird die Einführung machen. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich sehr über dieses Heft, ich freue mich sehr über dieses Podium und ich freue mich auch sehr über Ihr sehr zahlreiches Erscheinen, Ihr Interesse an diesem Anlass. Beginnen möchte ich mit einem kleinen Film, wenn er denn kommt. Um 1900 hatte Basel 111.000 Einwohner, 1955 hatte Basel 208.000 Einwohner, 1965 hatte Basel 237.000 Einwohner. Wie viele werden es im Jahre 2000 sein? Ja. Was schätzen Sie, wie viele Einwohner wird Basel haben im Jahr 2000? Schätzen Sie mal. Doch, den Sie bitte doch schätzen. Sie wissen es auch nicht? Nein, keine Ahnung. Und Sie? Ja, etwa 280.000. 310.000. 400.000. Ja. Jetzt haben wir 200.000. Ja, schon 300.000. Ja, eigentlich, es wird nicht mehr viel grösser, weil es hat halt Grenzen immer ums ganze Land herum, relativ um Basel. Jedenfalls gingen die Spekulationen damals bis zur Millionengrenze und selbstverständlich auch, dass man Zürich in nützlicher Frist überholen würde. Also beginnen wir nun mit dem Wachstum, mit der Ausgangslage. Wo findet das Wachstum statt? Wir haben einerseits Ausbaureserven im Bestand. Sie wissen es, Verdichtung im Bestand in unterschiedlichen Variationen und Ausformulierungen. Dieses Beispiel von Saab Architekten soll hier als Beispiel stehen für diese Verdichtung, verschiedene Arten von Verdichtungen, sowohl in Hinterhöfen, aber natürlich auch Ersatzneubauten oder Aufstockungen, die insbesondere in den Gründerzeitquartieren der Stadt geschehen.
Das sind durchwegs qualitätsvolle Entwicklungen, die insbesondere den oder hauptsächlich den Wohnungsbau betreffen. Für Dienstleistungsflächen ist das noch weniger ein Thema. Wir vom Städtebau und Architektur prüfen zurzeit auch großflächige Aufzonungen, halt weil das ja auch politisch gefördert wird, um die Verdichtung zu ermöglichen. Aber Sie wissen, wie das ist mit der Verdichtung, das ist momentan ja so ein Zauberwort, es wird reflexartig gefordert. Und dabei ist Verdichtung ja zu einer Art Lehrformel geworden. Jeder fordert sie, solange sie nicht seinen Hinterhof oder vor seiner Haustür passiert, betrifft. Und ich glaube, es ist auch klar, die Verdichtung macht nur Sinn, wenn sie natürlich qualitativ hochstehend ist und auch hilft, unbefriedigende sozialräumliche Situationen zu verbessern. Die Verdichtung und die Erneuerung des Bestandes, insbesondere in den Gründerzeitquartieren, sind aber auch enge Grenzen gesetzt. Sie sehen es auf dieser Karte, weite Teile, Bereiche des Stadtgebietes von Basel sind der Schutz- oder der Schonzone zugewiesen. Das heißt, es ist nicht so einfach, da einfach großflächig aufzuzonen oder nachzuverdichten. Das ist auch gar nicht als Nachteil zu sehen, denn ich denke, der Denkmalschutz ist wichtig. Es ist wichtig, dass es diese Sorgfaltsräume gibt, die ja auch sehr prägend für das Bild und für die Identität dieser Stadt sind. Und die Stadt ist ja auch sehr stolz auf ihre baukulturelle Vergangenheit. Und man ist ja auch willens, diesen Bestand zu schützen. Neben den denkmalpflegerischen Aspekten gibt es aber auch andere Hemmnisse für großflächige Verdichtungen. Ich möchte hier einfach anführen, beispielsweise Eingriffe in die Tragstruktur, beispielsweise um Normen der Erdbebensicherheit zu erfüllen und dann natürlich auch die kleinteiligen Parzellen und Eigentümerstrukturen. Also wenn wir jetzt die Stadt als Ganzes betrachten, können wir sagen, dass das eigentlich eine relativ kleine Größe ist, von der wir reden. Das Potenzial bis 2035 im Bestand rechnen wir etwa mit plus 3000 Einwohner und ca. 3000 Arbeitsplätzen. Das hat damit zu tun, dass das primär natürlich Kleinprojekte sind und somit auch nur ein relativ bescheidener Beitrag ans Wohnraumwachstum sind. Sein kann. Das hat damit zu tun mit den Grundeigentümerstrukturen. Es ist relativ schwierig zu aktivieren, kleinteilige Parzellierungen. Und oftmals werden dann diese Dachstockausbauten beispielsweise auch insbesondere für den eigenen Komfort verwendet. Also nicht zur Unterbringung von mehr Leuten, sondern um mehr Raum für sich selber zu haben. Diesbezüglich besteht das größte Potenzial sicherlich im Speckgürtel, also außerhalb der Stadt. Davon können wir ja vielleicht nachher auch noch sprechen. Klar ist, das Wachstum in der Stadt Basel oder im Kanton Basel-Stadt wird nicht auf der grünen Wiese passieren. Die Stadt ist gebaut. Wir haben aber das Glück, dass wir große Entwicklungsareale haben. Das sind heutige Industrieareale mit geringer Ausnutzung, die sich auch für eine Umnutzung oder Transformation sehr gut eignen. Es gibt diesbezüglich zwei Hauptschwerpunkte, drei Gebiete im Norden, die Sie auf dieser Karte sehen, und zwei im Süden. Ich denke, das Ausmaß dieser Verdichtungspotenzial ist zumindest für den schweizerischen Vergleich einmalig. Es ist ziemlich beträchtlich, diese großen Flächen, die wir haben innerhalb von Basel-Stadt. Aber man muss auch sehen, dass natürlich diese Areale an den Grenzen auch immer eine Abstimmung bedingen. Und es handelt sich oft auch um Areale, die mit gewissen schwierigen Nutzungen belegt sind, wie beispielsweise dem Hafen, also schwierig im Sinn von Komplex, nicht einfach wegzubringen, nicht einfach zu transformieren, die Kehrichtverbrennungsanlage, der Schlachthof oder Logistikareale der SBB. Zuweilen gibt es auch komplizierte Grundeigentümerstrukturen, Baurechte oder die Deutsche Bahn, die involviert ist, Friedhöfe, Kontaminierungen, Altlasten, Lärmsituationen etc. Aber der Mythos, wonach in Basel-Stadt kein Platz mehr wäre, der stimmt sicherlich nicht. Was bedeutet das nun für Zahlen?
auf diesen Arealentwicklungen besteht ein Potenzial bis 2035 von 16.000 Einwohnenden und einem Plus von 26.000 Arbeitsplätzen. Es ist aber wichtig, hier zu verstehen, dass es Arealtransformationen und auch Umzonungen braucht. Also es braucht Planungsmaßnahmen, weil es handelt sich hier um Industrieareale. Das heißt, um Wohnen effektiv in diesen Arealen zu fördern, braucht es Planungsmaßnahmen und damit verbunden natürlich die demokratischen Prozesse und die demokratische Legitimation, die Sie alle kennen. Jetzt vielleicht noch ein paar Zahlen zum Einwohner- und der Beschäftigtenentwicklung der letzten Jahre. Sie wissen es wahrscheinlich, 2005 hat Basel-Stadt die Trendumkehr auch geschafft. Ich sage bewusst auch, weil andere Städte in der Schweiz, aber auch im nahen Ausland nach einem längeren Rückgang wieder eine Bevölkerungszunahme verzeichnet. Basel-Stadt das 2005 auch geschafft hat. Wir haben in diesen 10 Jahren rund 9.000 mehr Einwohner gekriegt, aber gleichzeitig ist die Beschäftigtenzahl um 19.000 gestiegen. Also mit anderen Worten, die Anzahl Beschäftigten wächst etwa doppelt so schnell wie die Anzahl der Einwohner. Und damit diese Schere nicht noch weiter aufgeht, haben wir es geschafft, dem Regierungsrat ein Commitment abzuringen, dass er sich für diese großen Entwicklungsareale inskünftig für eine ausgeglichene Entwicklung einsetzt oder einsetzen wird. Sie wissen es, das Wachstum hat Auswirkungen auf die Stadtgestalt und ich glaube, da sind wir auch gefordert. Es gilt die Frage zu diskutieren, welche Stadtvorstellung wir entwickeln wollen. Sie sehen es, es entsteht eine Stadt, die auch eine neue Wucht und eine neue Nähe zulässt oder generiert. Aber alles in allem ist dieser Wandel natürlich Abbild einer wirtschaftlich prosperierenden Stadt, eine Stadt, die von ihrer hohen Lebensqualität, von ihrem Erfolg und auch der Zufriedenheit, der weitgehenden Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner lebt. Hier nochmals als Ziel formuliert, dass der Flächenbedarf eben in gegenseitiger Konkurrenz steht, also das betrifft nicht nur das Wohnen versus Arbeiten, sondern natürlich auch weitere Nutzungen wie Erholung, die Infrastruktur oder die Natur, Naturersatzflächen, großes Thema. Wohnen braucht eben Planungsmaßnahmen und das Wohnen ist zu fördern, um langfristig den Pendlerzuwachs zu begrenzen und den drohenden Verkehrskollaps abzuwenden. Nun zu den Grenzen. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Sie kennen die geografische Situation von Basel-Stadt, 37 Quadratkilometer, keine unüberbauten Bauzonen, eine Region mit 4 Kantonen, 3 Ländern, 2 Sprachen. Ein städtischer Großraum, der geprägt wird durch seine Fragmentierung, durch die Grenzen von Gemeinden, Kantons- und Landesgrenzen. Selbstverständlich ist der funktionale Stadtraum längstens über diese Grenzen hinausgewachsen. Für das eigentliche Stadtgebiet, also nicht Rien und Bettingen dazugezählt, sind gerade mal 23 Quadratkilometer direkt planbar. Also die Grenzen der Beeinflussbarkeit sind offensichtlich. Aber selbstverständlich findet die Planung auch über die Grenzen statt. Beispielsweise das Aglo-Programm des Bundes mit den Nachbarkantonen, aber natürlich und für uns extrem wichtig und auch von großer Wichtigkeit in der täglichen Arbeit, die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen im Projekt Dreiland mit insbesondere der Gemeinde Uneng und Weil am Rhein und natürlich die IBA Basel 2020, wo sich ja genau diese Fragestellung stellt, respektive die Grenzen überwinden will. Genau dazu sind ja Grenzen da, sie sind da, um überschritten zu werden. Und ich glaube, es ist halt schon was, also so sinnlos oder zumindest als störend wahrgenommene Grenzen fördern bei Menschen die Entwicklung, diese auch zu überschreiten und zu weiterzugehen. Und ich glaube,
eine Grenze, die Grenze des Lokalen, haben jedenfalls sicherlich die beiden global tätigen Life Science-Zwillinge Novartis und Roche definitiv hinter sich gelassen. Sie orientieren sich offensichtlich am globalen Maßstab. Deren Campusse haben einen Maßstab, der über das Lokale hinauswächst, offensichtlich für jeden Mann sichtbar. Es ist ein Zeichen für die neue, global weltweit vernetzte Stadt Basel. Aber das ist natürlich nicht nur die Architektur, nicht nur sichtbar in der Architektur. Ich glaube, es gibt auch andere Anhaltspunkte in der Stadt, die darauf hinweisen, dass die Stadt quasi über sich hinaus wächst und im globalen Wettstreit mitmischt. Erinnert sein an die Kongresse wie OSZE oder der Sitz der BITS, die Basel World oder die Art Basel, selbst sportlich. Mit der Champions League messen wir uns sportlich mit den Besten und dann natürlich auch mit der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte oder beachtete Kultur. Daneben gibt es aber natürlich auch das Kleinbürgerliche, das lokale Basel, die putzige Kleinstadt mit verschlafenen Hinterhöfen, Fasnachtskeller, Gruf, oftmals auch mit lähmender Selbstgenügsamkeit und einem Hang zur absurden Zerredung von eigentlichen Selbstverständlichkeiten wie einer autofreien Innenstadt. Also es ist für mich völlig schleierhaft, die Diskussion, die wir da führen. Dann auch einem Hang zum Lokalchauvinismus, was ja die Schweizer relativ gut kennen, aber ich finde, er ist selbst für Schweizer Verhältnisse relativ ausgeprägt. Und dann natürlich diese freudige Schrebergärtenbeschaulichkeit, die ja auch politisch für Gesprächsstoff immer mal wieder sorgt. Also in dem Sinn, Basel ist eben beides, oder? Es ist das Lebendige der Großstadt, das Renommee, Weltläufigkeit, vielleicht auch das Verruchte der Großstadt. Es ist eine Weltstadt im Taschenformat, bestimmt während der Art- oder der Schmuckmesse. Und dann gibt es eben auch das Heimelige, das Verträumte und so weiter. Sie kennen das alles, also eine sehr, sehr interessante, vielleicht auch kuriose Mischung aus Provinz und Metropole, was es aber natürlich sehr, sehr anziehend und spannend macht, hier zu arbeiten. Und manchmal fragt man sich, ob zwischen diesem Blick auf die Vergangenheit und dem Blick in die Zukunft nicht eine Unvermittelbarkeit herrscht. Also wir sind in einer interessanten Situation. Ja, wie geht jetzt die Richtung weiter? Wie entwickeln wir uns weiter? Aber ich glaube, so oder so, Basel ist in einer sehr vorteilhaften Ausgangssituation. Es gibt eine Reihe engagierter Bauherrschaften, die Stadtentwicklung und die Architektur antreiben. Und das ist ja auch unabdingbar für die Entwicklung der Stadt. Also alles in allem eine wundervolle Chance. Was sind nun richtige Herausforderungen? Also ich glaube, die engen Grenzen und das Wachstum, das ist vor allem eine Chance. Aber die Herausforderungen, dringend erachte ich den Ausbau der Infrastruktur. Wir befinden uns historisch an einer äußerst verkehrsgünstigen Lage. Also es gibt übergeordnete Verkehrsströme, die sich mit regionalen Überlagen und lokalen und das auf der Schiene, auf dem Wasser und auf der Straße und für Personen und Güter. Aber es herrscht offensichtlich ein großer Nachholbedarf. Sowohl im Bereich der Bahn. Ich erinnere hier an das Herzstück, das nun langsam an Fahrt gewinnt. Also diese Durchmesserlinie, wie sie auch andere Schweizer Agglomerationen kennen, mit dem längsfälligen Ast auch zum Bahnhof, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Stärkung der Wirtschaftskraft, aber auch Förderung der Wohnqualität, Entlastung der Straßen. Aber auch auf der Straße, auf der Autobahn tut Handeln Not. Sie wissen es, wir planen zusammen mit dem Astra, respektive das Astra federführend selbstverständlich, einen Rheintunnel zur Entlastung der Osttangente. Das Projekt genießt auch politisch mittlerweile höchste oder oberste Priorität. Und wir werden uns da sicherlich einsetzen, dass eben nicht nur der Ast nach Frankreich, sondern auch der Ast nach Deutschland und die Rheinhäfen hier sinnvoll angebunden werden. Ganz wichtig erachte ich den Ausbau des Hafens mit dem neuen Hafenbecken 3 und dem trimodalen Terminal, also eine kombinierte Umladestation zwischen Schiff, Bahn und Straße.
denke, das ist unumgänglich zur Sicherung des Hafenstandorts, aber auch zur Umsetzung der Verlagerungsziele des Bundes und zur Versorgungssicherheit der ganzen Schweiz. Das ermöglicht ja dann auch den Rückbau der Gleisanlagen am Rhein, am Klibeck und am Westge, sodass das Rheinufer eben für andere Nutzungen zugänglich würde. Also ein eminent wichtiges Stadtentwicklungsprojekt. Jetzt im Gegensatz zu den beiden anderen Projekten ist dieses Projekt noch nicht ganz im Trockenen. Es ist ein komplizierter, sehr langwieriger Prozess mit einer Unzahl von Involvierten, also die Schweizerischen Rheinhäfen über die SBB Cargo, die Deutsche Bahn, das Astra, das BAV, das Buval, Hafenfirmen und natürlich auch die Quartierbevölkerung. Und manchmal wird es mir ein bisschen schmuch, weil ich eine relativ gefährliche Mischung von Partikularinteressen gewisser Hafenfirmen, die den Westgäu nicht verlassen wollen und die durch die BATS dann auch sehr lautstark unterstützen werden und am äußersten linken Spektrum operierende lauthals lamentierende Globalisierungsgegner hier sich zu verbrüdern scheinen und das Projekt zu gefährden drohen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, diese Veränderungen, mit denen wir zu tun haben, mit diesem rasanten Wandel, das führt natürlich zu Verängsten. Zwar nimmt niemand, wie auf diesem Bild man denken könnte, direkt auf die Straße gestellt, aber es ist klar, der Wandel ist offensichtlich. Es führt zu Sorgen bei den Leuten und sie wissen es, wie es ist, wenn die Leute Sorgen haben oder unsicher sind, dann sagen sie im Zweifelsfalle lieber einmal Nein. Und das ist ein, glaube ich, allgemeingültiges Phänomen in der Schweiz, wo Veränderung automatisch relativ schnell mal primär negativ konnotiert ist. Das sieht man insbesondere natürlich in Volksabstimmungen. Und da vielleicht noch ein Hinweis, ich glaube, bemerkenswert ist schon die Tatsache, dass die Vorhaben der großen Firmen wie Roche oder Novartis, überhaupt der Life Science oder auch der Messe bei Politik und Bevölkerung auf sehr, sehr große Unterstützung zählen. Der neue Bebauungsplan der Roche, der soeben Gültigkeit erlangt hat, wurde vom Grossen Rat mit schon fast erdrückender Mehrheit durchgewunken. Also das ist natürlich sehr gut, aber es ist bemerkenswert. Und bei den kantonalen Projekten sieht das ein bisschen anders aus. Also die sind eher unter Druck. Die Stadtrandentwicklungen Süd und Ost sind vor 2 Jahren an den Nein-Stimmen gescheitert, insbesondere an den Nein-Stimmen aus den Stadtteilen mit hohen Pro-Kopf-Einkommen und geringster Dichte. Also ich orte hier einen gewissen Nachteil gegenüber den global operierenden Konzernen, die natürlich auch in ihren Entscheidungshierarchien sehr straff geführt sind und ihre Bedürfnisse auf ihren privaten, oftmals auch ja eingezäunten Arealen klar deklarieren können und die auch so weiterbringen können und nicht auf jeden Rücksicht nehmen müssen. Jetzt, was ist eine Möglichkeit, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Der Dialog als Methode, ich denke, das ist für uns oder für mich eine sehr wichtige Geschichte. Ich beginne mal bei uns im Haus, also bei Städtebau und Architektur, unserer Dienststelle. Ich denke, wir sind in der ausgezeichneten Ausgangslage, dass wir unter einem Dach sowohl die kantonale Denkmalpflege, das Planungsamt und das Hochbauamt vereint haben. Das ist ein sehr gutes Gefäß, um die anstehenden Fragen der Stadtentwicklung gemeinsam anzugehen. Und da arbeiten wir auch intensiv an einer noch besseren Abstimmung und Zusammenarbeit. Wir arbeiten darauf hin, eben die Bau- und Planungskultur, die hohe Bau- und Planungskultur hochzuhalten und auch weiterzutreiben. Und das ist klar, dass wir so natürlich auch erstmal uns austauschen müssen über unsere Haltung, über unsere Werte, auch über den Gestaltungswillen oder wie bringen wir uns ein, welche Stadtentwicklung wollen wir, wie soll das aussehen. Es ist ja nicht eine Frage des Plans, sondern es beginnt erstmal mit dem Kopf, also eben halt
ein Gestaltungswille, denke ich, ist unabdingbar. Und insofern sprechen wir auch viel natürlich über Identität, Identifikation, Aneignung und letztlich über den Begriff Heimat. Und so sehen wir uns, unsere Rolle auch als einen wichtigen Player neben anderen Playern in dieser Stadt, sei das die Wirtschaft, sei das die Architektenschaft, die Architektinnen, Hochschulen, das Schweizerische Architekturmuseum etc. Ein Wort, ich glaube, das kann man wenig auslassen, vielleicht noch kurz zur Architekturstadt Basel. Sehr sichtbar, allgemein bekannt, auf Schritt und Tritt begegnet man herausragenden Einzelbauten und Ensembles. Und damit das weiter so bleibt, kommt insbesondere dem Hochbauamt, also auch einem Amt von Städtebau und Architektur, natürlich eine eminent wichtige Rolle zu. Ich denke insbesondere bei der Förderung einer ganzen Generation von jüngeren, sehr talentierten Architektinnen und Architekten, die ebenfalls ihren Platz in dieser Stadt suchen. An die müssen wir uns wenden. Das ist ein Beispiel von einem Jungbüro, heute beraten im Grossen Rat. Ich habe es gesagt, also wir haben jetzt vom Hochbau gesprochen. Andererseits Denkmalpflege, da geht es um die Pflege des gebauten Bestandes und dann Planungsamt natürlich um die großen Stadtentwicklungsprojekte. Dafür sind wir verantwortlich. Ich glaube, die Entwicklung ist ganz klar dahingehend, oder? Wir wandeln uns von verfügenden Behörden zu kooperierenden Partnern. Also sei das beispielsweise bei Unterschutzstellungsverfahren, wo vermehrt im Sinne einer diskursiven Denkmalpflege mit den Grundeigentümern Verträge ausgehandelt werden, anstatt einfach vom Regierungsrat verfügt zu werden. Oder natürlich im Fall der großen Stadtentwicklungsprojekt, eigentlich dem klassischen Aufgabengebiet auch des Stadtbaumeisters, wo wir selbstverständlich mit den Grundeigentümern und den Architektinnen und Architekten, den Investoren zusammenarbeiten und sie bei der Entwicklung ihrer Areale beraten. Also es werden mit Privaten die Bedingungen ausgehandelt für die qualitätsvolle Weiterentwicklung der Stadt. Also eine wichtige Koordinationsaufgabe, die uns hier zukommt. Und ich glaube, in dem Sinn, eben, ich habe vorhin von Haltung gesprochen, das braucht eine Haltung dazu, wenn man Verantwortung übernehmen wird. Und andererseits eben der Dialog, wo ich glaube, den kann man auch als Methode, den kann man effektiv als Methode begreifen, sei das im zwischenmenschlichen Bereich oder auch, wenn es um Architektur und Städtebau geht. Also ich denke, es ist logisch in der heute komplexen Welt, dass wir die Themen disziplinenübergreifend angehen, sie in eine Art auch fast kuratieren oder so in Beziehungen zueinander setzen, die unterschiedlichen Disziplinen, auch wenn das vielleicht zu Beginn nicht auf der Hand liegt und die Wirkung noch unklar ist. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir hier auch ja, vielleicht ein Stück weit auch neue Wege ausprobieren oder gehen. Jetzt vielleicht noch ein paar Beispiele, wie der Dialog als Methode eben auch im Umgang mit Projekten gesehen werden kann. Hier eine, zum Einstieg eine kurze Übersicht über Basel-Nord und die verschiedenen Projekte, die hier momentan am Laufen sind. Sie sehen, es ist eigentlich eine Totalplanung über Basel mit Basel-Nord mit unterschiedlichen Projekten. Zum einen das Raumkonzept Dreiland, die ganz äußere grüne Linie, wie gesagt, mit unseren französischen und deutschen Nachbarn. Dann die Hafen- und Stadtentwicklung, da haben wir vorhin bereits darüber gesprochen. Dann gibt es einen Auftrag zur Programmation, den ich Ihnen nachher noch kurz vorstellen werde. Und es ist klar, das sind alles unterschiedliche Verfahren, die aber natürlich auch Synergiepotenzial haben und so auch zusammen dann im Stadtteilrichtplan in den Niederschlag finden werden. Dieses Bild muss ich Ihnen kurz zeigen, einfach daher, weil es, glaube ich, viele Leute oder zumindest Teile der Bevölkerung verunsichert haben. Es hat auch sofort ja, den Namen Rheinhätten gekriegt.
Es hat Gentrifizierungsängste geschürt. Und es ist klar, dass wir hier vor einer großen Aufgabe stehen, habe ich vorhin bereits gesagt, damit wir den Leuten erklären können, was ist der Mehrwert, der für die Bevölkerung hier eben für die Bevölkerung herausschauen wird. Es ist so, heute gibt es ja am Klibeck diese Zwischennutzung, die kennen Sie. Es ist klar, dass Städtebau, Stadtentwicklung immer auch Aufwertung bedeutet, auch wenn man sie sozialverträglich gestaltet, aber das ist ein Fakt, lässt sich nicht wegdiskutieren. Es ist auch ein Fakt, dass wir über relativ wenig gesicherte Rahmenbedingungen verfügen. Und es ist mir für mich aber klar, dass natürlich bei diesem hochpolitischen Projekt die Frage der gesellschaftlichen Konventionen natürlich von beträchtlicher Bedeutung ist und es eine Übereinkunft braucht, wie wir hier die Stadt weiterbauen wollen. Daher haben wir in den letzten Monaten einen Zwischenschritt eingeschaltet, eine sogenannte Programmation, darunter verstehen wir eine inhaltliche Leitlinie der Stadtentwicklung. Es geht da nicht um Städtebau im entwerferischen Sinn, sondern um die Programmierung des Quartiers. Also es geht um die Bedürfnisse der Menschen, welche das Quartier aufbauen und beleben werden. Wir fragen nach strategischen Aussagen zu Nutzungen, deren Verteilung zu den Akteuren, Verfahren und Terminen. Und dieser akteurbasierte Ansatz soll die Grundlage für eine verbindliche Planung schaffen. Also ein Methodenmix im Sinn, damit wir auch die richtigen Akteure finden. Dann ein weiteres Projekt in Basel-Nord, das Sie wahrscheinlich aus der Presse bereits kennen, das ist dieses große Klibeck-Areal, eine Partnerschaft zwischen Privaten und Kanton, als, denke ich, sehr, sehr große Chance für Basel. Das geschlossene Quartier wird geöffnet, die Terra Incognita wird zu einem lebendigen, durchmischten Stadtquartier. Sie sehen, das Areal ist enorm, das sind 40 Fußballfelder. Das Schöne an diesem Areal ist, es ist bereits bebaut, man kann darauf aufbauen, es gibt einen guten Bestand, den man umnutzen kann. Und da werden wir jetzt in eine Testplanung einsteigen, um ein tragfähiges, sich an die zukünftige wechselnden Bedürfnisse anpassendes Entwicklungsszenario, ein städtebauliches Gerüst zu eruieren. Diese Geschichte beginnt jetzt im November und jetzt hier wieder der Dialog. Da gibt es eine proaktive und transparente Kommunikation mit der Bevölkerung, da gibt es Begehungen, es gibt einen Begleitworkshop vor der Testplanung, also wo man die Leute erstmals befragt, wie sie denn die Entwicklung des Areals sehen, was wäre ihrer Meinung nach auch wichtig. Also wir machen nicht eine Planung, gehen dann raus und sind überrascht, wenn die Leute nicht einverstanden sind. Volta Nord, da läuft jetzt die Planauflage, ist gelaufen, ist jetzt bereits abgeschlossen. Sie kennen das auch, ein stark unternutztes Gewerbe- und Industrieareal. Da gibt es heute bereits Brachen, Coop ist weggezogen, auslaufende Baurechtsverträge. Auch hier sehen wir eine gemischte Nutzung vor, mit Arbeitsnutzung und Wohnnutzung. Eine relativ starke Verdichtung, ein neues, dringend benötigtes Schulhaus für das Quartier St. Johann. Da gibt es zahlreiche Einsprachen. Auch hier, die Stadt ist im Gegenwind. Es wird noch zu vermitteln sein, weshalb Wohnen hier, das ist der strittige Punkt, hier tatsächlich Sinn macht. Dann möchte ich ganz kurz dieses Projekt zeigen. Kennen Sie alle, abgelehnt 2007. Ich glaube, wir sind ja immer dem Zeitgeist verhaftet. Heute, Sie kennen den neuen Vorschlag von Herzog Dömeron, eben kein spektakulärer Neubau, sondern eine Weiterung im ursprünglich architektonischen Stil, natürlich mit neuen Mitteln, also mit großer Empathie oder eben auch im Dialog mit dem Bestand wird der alte Musiksaal von Johann Jakob Stählin erweitert. Und das Schöne ist, dass natürlich auch der Barfüßerplatz hier zu einer Neuordnung gelangen wird, die dann effektiv
es auch erlauben wird, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Ganz zum Schluss noch ein weiteres, finde ich sehr, sehr interessantes Beispiel einer privaten Eigentümerschaft, Projekt von Morger Detli Architekten, die diese Siedlung, Lienematt aus den 60er Jahren, die Verdichtungsmöglichkeiten untersucht haben. Und ich glaube, bemerkenswert hier ist der Dialog mit dem Bestand, eben wieder wie pragmatisch das eigentlich ist. Die vier Hochhäuser werden mit je einem stehenseitigen Anbau ergänzt. Sie werden dadurch auch in ihren Proportionen, denke ich, klarer, erfahren eine Klarung. Sie mutieren zu liegenden Scheiben, womit auch ihre städtebauliche Präsenz am Eingang der Stadt geschärft wird. Das erlaubt auch natürlich die stirnseitige Erweiterung zu typologischen, neuen, dreiseitig orientierten Grundrissen. Das Bild aber wird aufgenommen, dieser 60er-Jahre-Planung, und weiter transformiert. Komme ich zum Schluss. Die Stadt, das schwierige, komplexe Ganze. Ich glaube, bei all den Entwicklungen ist es ganz wichtig, dass wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Mir schwebt vor, dass wir ein Leitbild erarbeiten zur Gestaltung der Zukunft von Basel, basierend auf einer sauberen Grundlage, damit wir eine Vorstellung haben, was denn die Stärken und die Schwächen von Basel sind, eine Vision, aber selbstverständlich verfolgen wir die mit Pragmatismus, also nicht irgendwie eine unreflektierte Flexibilität, aber eben eine Haltung, wie mit den Unwägbarkeiten und diesen ständig ändernden Gegebenheiten der Planungsprozesse umgegangen werden kann, ohne dass vereinbarte Ziele über den Haufen geworfen werden und damit wir eben wirklich an der Identität dieser äußerst spannenden Stadt weiterarbeiten können, denn schließlich betreffen diese Fragen uns alle. Also es ist ein übergeordnetes Leitbild, weil ich auch denke, dass Städtebau und Architektur in Zukunft auch immer mehr zu einer gesellschaftlichen Haltung oder zu einer gesellschaftlichen Aufgabe werden wird. Die Rheinfront selbstverständlich spielt eine sehr, sehr große Rolle als verbindendes Element dieses großen Stadtraumes. Und so können auch die strategischen Stoßrichtungen aufgezeigt werden. Also alles in allem, denke ich, eine wunderbare Ausgangslage. Ich habe es hier genannt, Along the Rhine, trinationale Stadt im Werden. Klar, oder Stadt im Werden kennt jeder diese Studie von Remy Zaug und Herzog Dömerhoff von 1991, die Studie Basel, eine Stadt im Werden. Ich habe sie ergänzt mit dem Trinational, weil ich denke, dass das ist wirklich das Moment für mich. Und ich glaube, da kann Basel tatsächlich schweizweit eine Vorreiterrolle einnehmen, weil ja eben diese Entwicklung praktisch ausnahmslos im gebauten Bestand stattfindet. Es ist ein interessantes städtebauliches Labor, um bauliche Verdichtungsszenarien zu testen. Vielen Dank. Vielen Dank, Beat Eberhardt. Das war ein breit ausgelegtes Gemälde der globalen Stadt, der kleinen Stadt, manchmal auch kleingeistigen, aber eben auch der großen. Ich bitte unsere Gäste Anna Jessen, Pierre Demeron und Charlotte von Moos aufs Podium. Andreas und ich werden uns an die Ränder setzen, so setzen Sie sich in die Mitte. Oder wir setzen uns, wie es sich gerade ergibt, das finde ich auch gut. Ja, das ist gut. Es war von Dialog die Rede, es war von Programmieren die Rede, es war von Infrastruktur, aber auch vom Zielkonflikt zwischen Wohnen und Arbeiten die Rede. Es war relativ wenig von Architektur und Städtebau jetzt an diesem Punkt die Rede. Ich möchte jetzt zuerst Andreas Rubi das Wort geben, dass du unsere Teilnehmer vielleicht noch und Teilnehmerinnen insbesondere vorstellst. Ja, herzlich willkommen. Funktioniert das Teil? Nein, du hast
dann nimm das. 1, 2, 3, das geht, kannst oder? Du kannst dir's. Ich kann mir das ja rausnehmen. Genau. Ja, erstmal herzlich willkommen, liebes Publikum. Vielen Dank, dass Sie diesen Ort heute gewählt haben, diesen Nachmittag zu verbringen, der wahrscheinlich der letzte schöne Sommertag ist. 1, 2, 3. Also, dass Sie hierher gekommen sind und nicht an den Rhein. Ich bin vorhin über den Rhein gefahren und dachte, das wäre jetzt auch schön, da zu sein. Es ist toll, dass man merkt, Städtebau hat so viel Sexappeal, dass die Leute das eintauschen. Das ist eine wichtige Debatte, ist eine politische Debatte und wir haben uns sehr gefreut, dass wir dieses Podium zusammen in einer schönen Zusammenarbeit zusammenstellen konnten. Ich würde gerne mit Anna Jessen beginnen, eine unserer Podiumsteilnehmerinnen. Sie ist eine bekannte Basler Architektin, sie hat das Büro Jessen-Vollenweider begründet 1999. Sie hat eine Reihe von maßgeblichen Bauten in dieser Stadt realisiert. Sie lehrt Architektur und Raumgestaltung in Darmstadt seit 2011 und ist immer wieder eine sehr vokale Diskursagentin in den Debatten über Architektur und Städtebau, nicht nur in Basel, sondern in der Schweiz und auch darüber hinaus. Ich würde gerne Charlotte von Moos neben mir vorstellen. Sie ist ein Beispiel für eine der jungen Architekten in dieser Stadt, das Büro 2010 gegründet, Saute von Moos, akademisch an mehreren Orten in der Schweiz tätig gewesen, im Lehrstuhl Olgiati in Mendrisio, später Studium Basel. Und eins der schönsten kleinen Häuser dieser Stadt gebaut, an dem ich häufig vorbeigehe und natürlich in der Mitte. Pierre de Meuron muss man nicht groß vorstellen in dieser Stadt. Herzog de Meuron, einer der maßgeblichen, nicht nur Bauer, also Architekten, sondern auch Denker dieser Stadt. Und das ist ja, glaube ich, gerade durch diese Studie nochmal belegt worden, die uns eigentlich hier als ein, im Englischen sagt man Elephant in the Room, natürlich immer wieder beschäftigen wird. Wie kann Basel dieses Potenzial, was in dieser Studie so schön dargestellt worden ist, in seiner Realität erreichen? Wir wissen alle, warum das so schwierig ist und gleichzeitig ist es so attraktiv. Und diese Diskussion hat als einen der Subtexte natürlich dieses Versprechen, dieses Potenzials zum Inhalt. Daniel. Ich würde gerne als erstes Charlotte von Moos fragen, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil du wahrscheinlich 2050 Horizont des Leitbildes noch im Beruf sein wirst, im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Wir geben uns Mühe. Ich würde dich gerne fragen, wie wünschst du dir die Stadt Basel, in der du arbeitest, in der du lebst, in 20 und 50? Was davon hast du jetzt auch hören können? Ja, ich wünschte mir, hört man das jetzt? Ich probiere das mal. So. Ja, ich wünschte mir eigentlich ähnlich, wie sie jetzt ist. Das heißt aber nicht, dass nichts passieren soll, aber wie du gesagt hast, global, aber irgendwie auch provinziell, mit unterschiedlichen Orten, einem Ort, wo man irgendwie arbeiten kann in der Nähe von wo man wohnt, wo man Wohnraum sich bezahlen kann und es interessante Arbeit gibt, also eigentlich ist das alles relativ banal, was ich finde, ist eigentlich ein angenehmer Ort zum Leben, wo man interessante Angebote hat für die Freizeit, sogenannte Hochkultur, aber auch Subkultur. Vielleicht wird die mich 2050 etwas weniger interessieren, aber ja, ich glaube, von dem her nicht völlig anders. Und jetzt als Architektin selber hoffe ich natürlich, bin ich gespannt und sehe, es wird einiges passieren. Und ja, ich hoffe, es wird für uns auch interessant werden. Also so. Also du wünschst dir eigentlich gar nicht so viel Veränderung, heißt das? Nicht jetzt so im Alltag, nein, nicht unbedingt. Aber ja, dass es lebendig bleibt, dass es sich entwickelt und verändert, ja. Aber ich finde, das ist es ja jetzt schon. Also von dem her, wie eine Weiterführung von jetzt. Ich finde es nicht so, ich finde es im Moment nicht so schlecht. Das mal so in den Raum geworfen dann. Anna Jessen, eine trinationale Stadt, eine Stadt, in der man auch in Lörrach, in Weil oder in Saint-Louis wohnt, als Baslerin, als Basler. Hört man das? Ja. Eine trinationale Stadt.
bei der Frage, die Beat angesprochen hat, dass Basel Grenzen hat, hat mich das sehr beruhigt, dass du sagtest, das sei gut so, dass sie Grenzen hat. Das Trinationale, das bedeutet immer auch, dass man da in Gefilde vorstößt, und das ist das Interessante an den Gefilden, die ganz anders sind. 10 Minuten mit dem Velo und die Mentalität ist eine ganz andere. Die architektonische Mentalität ist eine ganz andere. Das hat damit zu tun, dass die Ausbildungen andere sind, denke ich, oder? Die Leute sind anders sozialisiert, anders ausgebildet sind, haben andere Bilder im Kopf. Ich glaube, das sollte so bleiben, was nicht heißt, dass ich gegen die trinationale Stadt bin. Wir dürfen uns hier etwas wünschen, oder? Du fragst letztlich auch mich, wie ich mir Basel in welchem Zeithorizont auch immer wünsche. Ich glaube, Basel wird sich sehr verändern, und ich nehme an, weil wir das als Architekten und Planer und Bewohner tun, wird das natürlich auch gut. Architekten sind gnadenlos optimistisch, oder? Wenn ich ein Bild für Basel entwickeln sollte, dann glaube ich, würde ich sagen, Basel sollte die Welcome City sein, und ich beziehe mich da natürlich ganz direkt auf den deutschen Beitrag an der Biennale, wo es das die Arrival City war. Offenbach ist hässlich, Basel ist nicht hässlich, also die Welcome City, die ist nicht trinational, die ist international, die ist national. Die Welcome City, die braucht, da stand es dann zu lesen, dass das die Welcome City, Arrival City is on the ground floor, stand da. Das ist etwas, was ich interessant gefunden habe. Daraus lese ich, dass the Welcome City, das ist die absorptionsfähige Stadt, auf Basel übertragen, die absorptionsfähige Grenzstadt, würde ich sagen. Das heißt, da müssen Strukturen geschaffen werden, die Kleines und Fremdes aufnehmen können, oder? Im Erdgeschoss, in der Klarastraße beginnen solche Dinge, die vielleicht das Fremde aufnehmen können, was dann aus dem Trinationalen hineinkommen können. Jetzt fange ich aber an, ganz viel zu erzählen von meinen Wünschen und habe eigentlich nur über die Trinationalität antworten sollen. Nein, das finde ich gut. Ich würde gerade bei Pierre Demeron weitermachen. Was sind deine Wünsche? Wie siehst du die Stadt in der Zukunft, und willst du dabei an euer inzwischen 25-jähriges Leitbild auch wieder anknüpfen? Also, kleine Randbemerkung, 1950 geboren, denke ich, das ist noch munter und lebendig, 2050 erleben werde. Ja, also ich glaube, das ist wirklich, Stadt ist etwas vom Schwierigsten, das ist zu beschreiben, glaube ich. Weil Stadt ist für mich, wenn ich so beginne, wie ist eine Stadt entstanden? Eine Stadt ist entstanden durch Arbeitsteilung, eine Stadt ist entstanden durch Handel, Austausch, also ein Dialog ist ja auch ein Handel. Und ich wünsche mir eine offene Gesellschaft und eine möglichst diverse Gesellschaft. Also ich würde Eintönigkeit und Gleichwertiges würde ich wirklich nicht wollen. Also ich hoffe, dass diese Grundhaltung, die wir doch jetzt immer noch erfahren können, das heißt, wir leben in einem demokratischen System, natürlich mit gewissen Vor- und Nachteilen, aber in einem demokratischen System, in einer mehrheitlich, würde ich sagen, und hoffentlich eben bleibt es so, liberalen Gesinnung. Im Sinn, dass es, wenn man in der Stadt lebt, gibt es Konflikte, gibt es Gutes, gibt es Böses, gibt es Besseres, gibt es Schlechteres, und mit dem muss man umgehen können. Und ich glaube, es ist vielmehr zuerst eine Herausforderung an alle Bewohner und Bewohnerinnen, bevor es eine Herausforderung an die Planer und an die Architekten ist. Wir dürfen Architektur und Planen nicht überschätzen. Wir können Möglichkeiten aufzeigen, falls es so kommt oder so kommt. Aber stell dir vor, 2050, was passiert mit der Migration? Was passiert mit der AHV? Was passiert mit all diesen Themen? Das können wir überhaupt nicht vorhersagen. Wir können nur uns gewisse Gedanken darüber
machen im Austausch? Was heißt das? Ist es eine Angst? Sind wir beängstigt? Und das frontal. Und das fand zu wenig statt in letzter Zeit. Wir müssen die Konflikte, wir müssen die Schwierigkeiten frontal angehen. Wir müssen sagen, es gibt dieses Problem, wie gehen wir mit diesem Problem um? Und ich fand deinen Ansatz, hoffe ich, dass du den durchhältst, der einzig richtige. Also man muss transparent, man muss offen mit den Dingen umgehen. Man kann nicht etwas von oben runter definieren und auferlegen. Das geht nicht. Da reagieren die unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedlichen Individuen reagieren, besonders in der Schweiz, ganz allergisch darauf. Und jetzt im Städtebau, was ich mir wünsche, dass wir einen Städtebau, eine Architektur, die menschenwürdig ist, also dass auch wir uns als Menschen, als Individuen, aller Couleur, von all diesen verschiedenen Gruppen, es gibt ja nicht eine Gruppe, es gibt ganz viele verschiedene Teilmengen, es gibt die Teilmenge Fußgänger, wenn wir über Verkehr, Fahrrad, Auto, öffentlicher Verkehr und so weiter, all diese Teilmengen müssen irgendwie dann eine große Gesamtmenge ergeben. Und was ich und dass es dort mindestens 50,05%, wenn es um eine Abstimmung kommt, und dass es in die richtige Richtung geht und nicht in die falsche Richtung. Die Extremitäten, die wird man nie irgendwie erreichen können. Frontal angehen, Dialog als Methode, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Sind das nicht zwei ganz verschiedene Ansätze? Beat? So. Frontal angehen heißt ja, die Schwierigkeiten benennen und heißt aber genau. Auch die Ambitionen benennen. Richtig, aber also ich glaube, da kommt mir jetzt spontan dieses französische Beaumont in den Sinn, c'est le ton qui fait la musique. Also ich glaube, ansprechen muss man sie auf jeden Fall und dann kann man es halt anständiger machen oder weniger anständig und man kann es direkter machen oder weniger direkt und man kann über irgendeine subversive Strategie halt doch zum Ziel kommen. Also ich glaube, die Bandbreite ist ja offen. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch Teil unseres Jobs, dass wir ja mit ganz unterschiedlichen Leuten zu tun haben. Aber wenn man es jetzt mal ganz konkret macht, wir wissen von vielen wichtigen Städten, die im Moment zeigen, wie Städte sich weiterentwickeln können, dass dieses Entwicklungspotenzial, wie Städte sich neu erfinden können, häufig eine bestimmte Dialektik braucht zwischen einem Wachstumspotenzial, das gibt es hier in dieser Stadt, und auf der anderen Seite auch bestimmten unterdeterminierten Zonen in der Stadt, Leerstandsflächen, die angeeignet werden können von gesellschaftlichen Gruppen, die ein großes, wie soll man sagen, Visionspotenzial haben. Rotterdam insbesondere war so ein Fall, wo gerade in Nachkrisensituationen mit großem Leerstandsbereich die Stadt gemerkt hat, wir können diese scheinbaren Probleme dazu nutzen, dort andere Formen von Architektur, von Bauen, von Planen zu entwickeln, indem sie eigentlich diese leerstehenden Gebäude jungen, ambitionierten Menschen als Spielwiese gegeben haben. Die haben dort tolle Sachen gemacht und die haben dazu beigetragen, dass diese Viertel auf einmal interessant wurden auf dem Immobilienmarkt, und irgendwann hat es dann dort auch geboomt. Und dann sind diese urbanen Pioniere, wie wir sie immer so verniedlichend nennen, dabei sind das eigentlich ja metropolitane Erfinder, irgendwie wieder an den Rand gedrängt worden. Und diese Dynamik, da frage ich mich manchmal, wo passiert diese Dynamik eigentlich in Basel bei diesem extremen Wachstumsdruck und der Begrenzung der Stadtfläche? Da sind diese Leerstandsflächen oder diese Potenzialräume, die Potenziale haben, weil sie noch nicht voll beplant sind, ja sehr rar gesät. Und wir schauen ja gerade auf eine so eine Stelle da in diesem Bild. Das ist ja eine der tollen Flächen, wo solche Sachen stattfinden, wo man hingeht und das Gefühl hat, wunderbar, hier ist noch nicht alles ausdifferenziert. Und jetzt ahnt man schon, okay, das wird jetzt sehr bald sehr interessant und da will jemand was differenzieren. Wie kann man diese Dialektik zwischen Wachstum und Offenlassen und Erfinden und strategisch Unterdruck erzeugen gegenüber dem Druck des Wachstums, wie kann man das in einer Stadt wie Basel eigentlich erzeugen?
Also ich meine, ich finde ja diese Orte auch extrem anregend. Kiebeck, Landestelle und so sind tolle Orte, die so einen Freiheitsflair hat und wo man das Meer vielleicht noch ein bisschen mehr riecht. Aber ich glaube, gehört das nicht eben auch zu diesen Orten, dass sie sich immer wieder verlagern? Und die, ich glaube, die finden sich in einer lebendigen Stadt auch immer wieder die Orte. Und ich glaube auch, es gibt jetzt so viele große Transformationsareale, das wird ja nicht alles auf einen Klopf kommen, oder? Da wird es sicher auch wieder, und das ist sicher für euch ein Challenge, wo sind die Prioritäten? Also da sehe ich einen großen Challenge, weil es sind große, mehrere Areale und die können ja nicht gleichzeitig genau im gleichen Duktus weiter bearbeitet werden. Das ist ja... Areale wie diese, die braucht das, oder? Stadt, das bedeutet, Stadt muss einen auch mal in Ruhe lassen, oder? Stadt kann nicht überall geplant sein. Ich glaube, dass man das Nichtplanen praktisch nicht planen kann, oder? Du musst dann die Dinge sich selbst überlassen. Wenn Basel dann dieser Ort ist, der innerhalb seiner Grenzen wächst. Auch das habe ich vorhin mit der trinationalen Frage übrigens gemeint, bei den Überlegungen, ob das jetzt die Grenze, warum bauen wir nicht den Lörrach und solche Fragen, muss man sich ja so gleich fragen, wird das dann anders als in Rheinach oder ist es nicht letztlich auch Zersiedelung, also weg von der trinationalen Frage, einfach runter dazu, dass es, glaube ich, um eine Innenverdichtung geht. Beat, du hast selbst von der qualitativen Innenverdichtung gesprochen. Ich nehme an, da sind wir uns einig, es muss um ein qualitatives Wachstum ins Innere gehen. Wenn dann das so ist, dann ist das so eine Art Handschuh, oder, der genau passen muss. Dann muss man sich überlegen, was kann ich mir in dem leisten, was kann ich mir nicht leisten, was kann ich mir leisten, wenn ich aber solche Areale auch noch ermöglichen will, also Leere haben möchte, die ich unprogrammiert füllen kann. Da muss ich also irgendwie mich noch besser konzentrieren und mich fragen, dass jeder Einsatz, jede Planung irgendwie ein ganz spezifischer Einsatz ist, oder? Dann kann ich mir keine Resträume erlauben, oder? Dann muss alles ganz genau passen, also es braucht eine Art, ein Maß an Überplanung womöglich, um an anderen Orten die Nichtplanung überhaupt zu ermöglichen. Das wird dann vielleicht, und ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier heute Abend versuchen würden, ein paar Sterne vom Himmel zu greifen, die vielleicht vollkommen unrealistisch sind, weil die realistischeren von denen haben wir ja heute schon gehört. Und auch die, hat man nachvollziehen können, sind anständig schwierig, die überhaupt umzusetzen. Also wird das irgendwie langfristig bedeuten, dass man den eigentlichen Stadtkörper vielleicht selbst auch anfassen muss, den Kernstadtkörper, oder? Da gibt es diese These der musealisierten Stadt, oder? Da gibt es Orte, die haben... sind wunderschön, aber haben überhaupt gar kein Leben. Wie kann ich denen Leben beibringen? Womöglich wirklich nicht mit baulichen Interventionen. Da müsste man sich fragen, was ist Basel einfach eigentlich? Und manchmal denke ich, Basel ist so in seiner Grundstruktur eigentlich so einfach, oder? Es ist die Geschichte einer Stadt an einem Flussknie. An einem Flussknie, der Fluss, der hat dort mal die Richtung gewechselt, weil es irgendwie ein Gestein gab, was fester war und höher war und dann... weil er da musste, ne? Und weil man es da übersichtlich fand, ich entschuldige diese Ungeschichtlichkeit, hat man dort eine Pfalz gegründet, oder? Von dort sah man über das Land und dann gab es die erste besiedelte Seite, die höher über dem Wasser war, weil das Wasser gefährlich war und auch überhaupt nicht interessant war. Und es gibt die niedere Seite, dort wo der Sand sich im Flussknie angeschwemmt hat, die dann später auch zur Planstadt wurde, oder? Die entwickelt wurde zu einer Zeit, als man bereits ein Verständnis dafür hatte, einen Plan über das Ganze zu entwickeln. In Basel zeichnet sich ja dann deutlich, das wird noch überlagert dadurch, dass mit der Birsigmündung es die Geschichte der Talachse gibt, oder die Einfallsachse, der niedere Boden zwischen den beiden Hügeln, dem Spalenberg und dem Münsterberg. Spalenberg und Münsterberg, die eigentlichen Kernaltstädte, die haben ganz, ganz kleine Strukturen, die wird man sich ja nicht anfassen. Schon in dieser sogenannten Talachse, denke ich, könnte man Fragen stellen, ob es dort Orte gibt, Falknerstraße,
der Barfüßer Platz, er wird ja nun gerettet. Ich glaube, er wäre trotzdem noch verbesserungsfähig. Ich glaube, das sind Orte, die man anfassen kann. Und dann gibt es in Basel ja diese Absurdität, dass es in der Verkehrsgerechtmachung der Stadt so Überlagerungen gibt. Ich denke manchmal, eigentlich ist die ganze Positionierung des Bahnhofs SBB ein vollkommener Fehler, oder? Man könnte von einem großen Bahnhofsplatz in Basel träumen. Noch immer wirkt St. Gallen großstädtischer, wenn man aus dem Bahnhof kommt, als Basel. Man müsste ihn vorverlegen, genau über die Talachse, damit die Wege dort weiterhin kompakt sind. Basel ist die Stadt der kurzen Wege, das ist eigentlich ihre Qualität. Da gäbe es so Umbaumaßnahmen oder auch wahrscheinlich Fehler oder Dinge, die geschehen sind viel, viel früher, an denen man irgendwie, gerade weil du erzähltest von dem Umbau der Infrastruktur, wo man eigentlich die Nadel oder das Messer gerne ansetzen würde, auch wenn das nicht unglaublich realistisch ist. Andreas, du hast, hallo, ich bitte, du hast einen ganz wichtigen Impuls gegeben jetzt in die Diskussion, weil ich glaube, das gilt es auch zu vermitteln oder zu diskutieren. Es gibt eben verschiedene Städte. Auch in einer relativ kleinen Stadt wie Basel gibt es auch dort verschiedene Städte. Es gibt, und das war in deiner Präsentation, finde ich, recht gut strukturiert, du hast eben diese zwei globalen Unternehmen, die haben wie eigene Gesetze. Und das sind wie Klöster im Mittelalter, so wie eine Stadt in der Stadt. Aber es geht darum, dass es eben auch zu vermitteln gibt, es gibt noch andere Städte, es gibt Platz für anderes. Und die tollen Quartiere aus dem 19. Jahrhundert, oder Gundeldingen, Matthäus, St. Johann, ich glaube, für viele sind das beispielhafte städtebauliche Modelle, die im besten Sinne nachhaltig sind. Wieso ist das jetzt so? Ich glaube, dass eine klare Struktur, eine klare Idee, es kann auch eine andere sein, ich sage nicht, das muss jetzt ideologisierend unbedingt weiter so gemacht werden, aber es hat immer noch eine ganz klare geometrische Struktur. Dann, was ganz wichtig ist, und ich finde, das müssen wir uns wirklich recht gut überlegen, das Kleinteilige. Ich glaube, das Schwierigste und das problematischste finde ich, wenn es nur noch Investorenprojekte gibt, im großen Maßstab, die großen Investorengesellschaften in der Schweiz, die Milliardenportfolio mit sich tragen, sondern dass es eine kleinteilige und eine Möglichkeit für 5 Familien oder für einen Handwerker, für einen kleinen Betrieb, auch selbst irgendwie im Baurecht oder wie auch immer. Und in diesem Sinne ist sicher Klibeck wahrscheinlich ein gutes Feld. Du hast auch von Experiment. Und ich würde mir wünschen, wenn es auch um Wünsche gibt, wir haben im Studio Basel, haben wir Nairobi, haben wir Kairo, Casablanca, Belgrade. Und was wir dort gesehen haben, was interessant ist, wenn man über die Grenzen, nicht nur hier unser eigenes Nest betrachtet, sondern eben auch über diese Grenzen hinausgeht, das sogenannte Informelle, also das Formelle gibt es, das formelle Planung, es gibt das informelle Werden. Und da würde ich mir wünschen, dass gewisse Schrauben, die jetzt noch immer noch da sind, dass man die ein bisschen lockert. Und eben diesen Spielraum, weil dieser Spielraum, den kann man ja nicht mit dem Knopfdruck irgendwie daher befehlen, sondern der muss ja auch wie von sich selbst, das ist etwas von sich selbst, von den Leuten selbst gemacht wird, von den Bewohnern und den Bewohnerinnen. Und dies ist nicht jetzt eine Art List gegenüber den Bewohnern, sondern aus einer echten Überzeugung, dass auch eine Stadt ist immer auch das Psychogramm oder ihrer Bewohner. Die Stadt ist immer, wie man, und besonders in demokratischen Systemen, ist die Stadt so, sie ist so, wie die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt sind. Beata, bist du natürlich angesprochen, wie kommt das Informelle in diese großen Areale, Volta Nord, Klibeck? Ich finde das Votum natürlich sehr, sehr spannend. Ich möchte aber erst noch kurz auf deine Frage eingehen, weil ich glaube, das ist wirklich vermischt, oder das sind die, das eine hat mit dem anderen zu tun. Das sind ja auch sehr ganz eng verwandte Fragen, nicht? Genau. Und
Und das finde ich schon interessant. Oder beispielsweise, wenn wir die Diskussion anhören über die sogenannte tote oder aussterbende Innenstadt, dann staune ich ein bisschen. Also es wird ja geklagt, dass da alle Läden zugehen. Es gibt auch etlichen Leerstand. Das hat einerseits natürlich mit der Grenzlage zu tun, das hat was mit dem starken Franken zu tun, Einkaufstourismus, hat aber andererseits natürlich auch mit einem Strukturwandel zu tun, mit Online-Shopping und so weiter. Und da wünschte ich mir zum Beispiel in der Clara-Straße, dass da von Seiten ja wirklich akteurbasiert, also von bottom-up auch Ideen kommen, ja, wie gehen wir jetzt mit dieser Straße um? Ich glaube, die hat ein unglaubliches Potenzial. Sie ist einfach todtraurig und wirklich, wie man ja, runterkubert oder auf Schweizerdeutsch. Und, aber ich glaube, da liegt wirklich ein grosses Potenzial. Und das hat sicherlich auch natürlich, wie du, Pierre, schön sagst, mit uns zu tun als Gesellschaft. Also wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo es allen sehr gut geht, also eine gewisse Saturiertheit. Da wird dann einmal gejammert und vielleicht ist auch die Not noch nicht groß genug, sich dann auch diesen Leerständen wirklich anzunehmen. Aber ich glaube, diese Leerstände, die gibt es durchaus. Und wenn es nur so kleine Dinge sind in der Klarerstraße, selbstverständlich braucht es ja dann auch einen Vermieter, der das auch mitmacht, natürlich. Vielleicht sind wir einfach noch nicht also so Basel, weit, dass Basel das... Basel hat eine außergewöhnliche Tradition in solchen Nutzungen. Unternehmen Miete oder so, ganz genau. Auch mal ein Leerstand. Das richtig, also diese Modelle gibt es, es gibt auch Ansätze oder so, das Informelle beispielsweise, meinem Planerherz hat das ein bisschen geschmerzt, wie jetzt da die Pro-Innerstadt die ganze Innenstadt mit so Stühlen vollgestellt hat. War auch Thema bei uns, selbstverständlich kann man das in der Stadtbildkommission bewilligen und da einfach irgendwelche Stühle im Zeugs da rumstehen. Aber ich glaube, es ist schon interessant, so als kleine Maßnahme, wie die Leute auf solche Dinge auch reagieren. Und dann das Planen von Brachen, ich meine, das funktioniert einfach nicht, also eben hier, oder das geht dann irgendwie weiter, aber andererseits beispielsweise im Dreispitz, da war man vor ein paar Jahren, hat man gedacht, man sei am Ziel. Jetzt ein Direktorenwechsel später sieht die Situation wieder anders aus. Also das sind die Unwägbarkeiten und damit müssen wir umgehen. Aber also Angst vor dem Informellen, nein. Ich gehe noch einmal anknüpfen. Also das große Standardbeispiel für eine Transformationsareal ist Erlenmatt. Die Erlenmatt in Basel mit dem Park, mit den beiden Schollen Ost und West. Da gibt es auch eine gewisse Enttäuschung im Sinn, dass das ein nicht überaus urbaner Teil geworden ist und dass eigentlich das Informelle, das dieses Areal geprägt hat, es auch wieder verlassen hat. Jetzt im Kliebeck, in Volta Nord, gibt es ja die Möglichkeit, das vielleicht anders, du sprichst von Programmieren, anders zu programmieren, anders aufzugleisen, damit auch vielleicht der Wohnraum leistbar ist für größere Teile der Bevölkerung. Was ist da angedacht? Wie gibt es Ideen, wie man solche Dinge auch im Prozess sicherstellen kann, der dort ja noch relativ am Anfang ist. Ja, eben, ich glaube, ich habe versucht, darüber zu sprechen, also einerseits mal so einen akteurbasierten Ansatz, also wirklich halt auch abzufragen, die Leute einzubeziehen, die Stadt, eben nicht nur die Investoren, die Pensionskassen, also die üblichen Verdächtigen, sondern halt auch mal nachzufragen, ja, gibt es andere Akteure, die eben vielleicht an einem Fünf-Familienhaus Interesse hätten. Also so halt auch diesen Methodenmix vorzunehmen. Ich glaube, ja, es wurde schon gesagt, die Stadt lebt ja von Vielfalt, oder das ist Urbanität, Dichte und Vielfalt. Und die Frage letztlich bleibt, wie kann man das planen? Aber ich denke, gerade die Ausgangslage jetzt in Kliebeck ist sicherlich sehr gut, ist enorm gut, sie ist natürlich auch nur schon da, dass wir es nicht mit einer Tabula Rasa-Situation zu tun haben, wie auf der Erlenmatt, ist die Situation, die Ausgangslage natürlich schon eine ganz andere und wie ich denke, vielleicht auch potenziell interessantere. Also sind da Möglichkeiten absehbar, dass informelle Akteure, dass Baugruppen, weniger informelle, dass kleinere, gerade weil die Grundstücke ja sehr groß sind eigentlich, dass die sich ihren Platz finden? Ist das schon absehbar?
Das ist nicht absehbar, aber das ist eben auch was, das ausgehandelt werden muss. Also ich denke, das muss diskutiert werden, das muss dann letztlich natürlich auf die politische Agenda, das ist ja dann nicht wir, die das entscheiden. Es gibt Grundeigentümer, die über ihren Boden selbstverständlich selber verfügen. Aber ich denke, über diese Dinge muss man diskutieren, so wie man darüber diskutieren muss, wie macht man so einen Prozess, oder? Also jetzt die Planungsvereinbarung mit Novartis und BASF, die ist öffentlich zugänglich, das muss man, also das passiert ja nicht einfach so, sondern da liegt ein Prozess dahinter. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie viel Partizipation? Und ich glaube nicht an eine hundertprozentige Partizipation, das heißt, dass du jeden fragst und am Schluss kann jeder etwas sagen. Ich glaube, das sehen wir auch in den Architekturprojekten, wenn du nicht eine starke Bauherrschaft hast, dann kommt das Projekt nicht gut. Wenn zu viele dreinreden oder wenn der Verwaltungsrat zu anonym ist und so weiter, das gibt kein gutes Projekt. Und eine Stadt ist eigentlich ähnlich. Natürlich, du baust für die Nutzer. Und ich wünsche mir da eine starke Regierung und eine Regierung, die auch zusammen kooperiert mit einem, wieder ein Wunsch, mehr Präsidialdepartement, das eher koordinativ die verschiedenen Finanzen, Wirtschaft und so weiter, alles zu Kultur zusammenkriegt. Das ist die Schwierigkeit, alles unter so einen Schlussnenner zu bringen. Und da ist natürlich selbstverständlich, in der Demokratie kann jeder was sagen, aber es braucht am Schluss, finde ich, muss jemand dorthin stehen und sagen, so machen wir das. Man kann die Leute dann immer noch abwählen, wenn man nicht zufrieden ist. Aber jemand muss aufstehen und sagen, so wollen wir das. Er, Kantonsbaumeister, beauftragt, muss sagen, so will ich das. Natürlich in Absprache und indem du Ohren, Antennen hast und so, was eigentlich für die meisten Menschen stimmt, weil du kannst ja nicht etwas an den Menschen vorbeiplanen, das wird todsicher abgelehnt, das ist da ebenso klar. Kann man da, also vielleicht ist das etwas provokativ, aber kann man da nicht auch ein bisschen, ich sage das jetzt, bin ja die Jüngste, darf ja naiv sein, kann man da nicht auch ein bisschen provokativ sagen, dass vielleicht da die Stadt auch ein bisschen lernen kann von eben den großen Konzernen, die Ich wage jetzt zu behaupten, ich glaube, du kannst das besser beurteilen, aber dass da nicht alles nur im Dialog entsteht mit der Bevölkerung, sondern zuerst ein ganz klares, starkes Konzept erarbeitet wird. Und wenn das wirklich reif ist, mit ganz vielen Argumenten, geht man dann da vor die Bevölkerung oder beziehungsweise stellt das vor. Und dann, also du wünschst dir ein starkes Planungsamt. Das ist ein bisschen beängstigend, dass es dann gar keine Einsprache gibt. Das finde ich fast auch wieder extrem. Aber ja, irgendwo, ich glaube, braucht es nicht auch wie so ein ganz klares Projekt. Du kannst nicht Roche Novartis mit dem Rest der Stadt vergleichen. Die werden ganz anders verhandelt. Das ist ein ganz anderer Verhandlungsprozess. So. Trotzdem würde ich gerne Beat Eberhardt fragen. Ein starker Stadtbaumeister, eine starke Regierung. Also ich glaube, eine starke Regierung ist unumgänglich, selbstverständlich. Oder es braucht, also das ist wirklich dann die Analogie zur Firma. Es braucht eine starke Regierung, die weiß, wo sie hin will, oder die Marschrichtung kennt oder eine Vision hat, eine Vorstellung. Und aber dann, ja, hört es dann natürlich auf, weil wir natürlich selbstverständlich eine andere Rolle haben. Also wir können ja nicht über die Leute hinweg planen. Es gibt auch die demokratischen Kontrollinstrumente. Das ist auch gut, das ist auch richtig so. Und ja, ich denke, das ist in dem Sinn nicht vergleichbar. Aber reicht die starke Regierung einfach auf der politischen Ebene oder muss man sich auch überlegen, ob eine starke Regierung gewissermaßen auch die Definitionshoheit des Marktes auch teilweise in Grenzen stellen muss? Also ich frage mich immer, was passiert eigentlich mit dem öffentlichen Raum in einer Stadt, die so begrenzt ist und die so einen Wachstumsdruck hat, wo die Grundstücke derartig begehrt sind, dass sobald das irgendwie geht, das bebaut wird? Und die Frage nach dem ökonomischen Interesse, was man aus diesem Raum schlagen kann, bei der Kapazität des Bauherrn Arbeitsplätze zu schaffen,
eigentlich sofort geklärt ist. Das heißt dann eigentlich immer, das bleibt kein öffentlicher Raum, das wird bebaut. Und das sehen wir in der Stadt auch sehr deutlich. Also die Interessen der Industrie und die Definitionsmacht der Industrie ist ja hier sehr ausgeprägt. Und frage ich mich, braucht man vielleicht auch Korrektive, die gewisse Räume von diesem ökonomischen Verwertungsdruck befreien? Also wir kennen dieses interessante Dispositiv aus China. Nicht, dass das jetzt unglaublich vergleichbar wäre mit hier, aber die haben ja zumindest dieses interessante Instrument der Special Economic Zone erfunden. Also eigentlich eine sehr interessante spielerische Apparatur, wo man gesagt hat, wir definieren mal einen Raum, in dem andere ökonomische Regeln gelten, weil wir interessiert sind, welche räumlichen, stadträumlichen und überhaupt städtebaulichen Effekte das erzeugt. Und natürlich ökonomischen. Die wollten ja einfach spielen, ob sie auch Kapitalisten sein können. Und siehe da, sie konnten. Die Frage wäre, könnten wir das umgekehrt? Ja. Deswegen ist die Frage, muss man die Grenze zwischen dem ökonomischen und dem politischen Raum, muss man die nicht auch gewissermaßen drücken und schieben? So? Also gibt es da Möglichkeiten, gewissermaßen Sonderräume zu erkämpfen? Ich denke, das wird tagtäglich neu ausgefochten. Also das ist Teil unserer Arbeit. Und da gibt es einerseits natürlich gesetzliche Grundlagen. Es gibt ja auch den Zonenplan, da gibt es beispielsweise schon Grünanlagenzonen oder so. Aber das ist genau natürlich unsere Aufgabe, die Wahrung der öffentlichen Interessen, die einzubringen gegenüber den berechtigten Anliegen von Privaten. Und das funktioniert selbstverständlich besser, wenn man weiß, die Politik hat man im Rücken, oder die stützt das. Ich glaube, das ist eigentlich klar, dass das funktioniert, ist erprobt, gibt auch die Mehrwertabgabe beispielsweise, also ich kriege mehr Nutzung, also bezahle ich ein, das fließt dann in die Grünräume. Aber klar, es bedingt natürlich auch, und das ist vielleicht der Punkt, es bedingt natürlich auch in der Verwaltung Leute, die diesen Gestaltungswillen auch haben und ja, und den auch ausnutzen. Ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff der Partizipation oder des Dialoges zurückkommen. Du sagst ja, was du vorschlägst, ist ja die Frage, welche Bedingungen schafft man oder damit eine bestimmte Art von Architektur, von der man träumt, oder Raum, von dem man träumt, dass der entstehen kann. Und Bert, wenn man dich hört, dass du davon sprichst, dass ihr euch als Dialog, als Partner seht, vielleicht muss man den Begriff des Dialoges dort etwas erweitern und den nicht nur so im partizipatorischen Bereich sehen, also dass ich gehe hinaus und frage, was möchtet ihr, und darauf hoffe, dass ich dann zu einer Vision komme. Und natürlich muss es eine klare räumliche Vision geben von dem, was entstehen soll, aber vielleicht ist die Art, wie man diese Vision entwickelt, eine Mentalität, die bereits in Dialog tritt. Ich kann eine Vision völlig künstlich von außen über etwas drüber setzen, ich kann eine Vision aber auch entwickeln, indem ich den Ort vielleicht frage nach dem, was er will. Und damit meine ich natürlich eigentlich einen Weiterbaugedanke, nicht nur im architektonisch-räumlichen Sinn, sondern auch im programmatisch-szenarischen Sinn. Oder ich kann einen Ort oder eine Struktur oder was ich finde fragen, was kann ich dort eigentlich vernünftig daraus entwickeln. Und das kann ich phasenweise denken. Und gerade in diesen Phasen, glaube ich, liegt ein gewisses Potenzial, dem Schwachen, dem Kleinen eine gewisse Chance zu geben, oder? Von der Politik in den Städtebau zurück ein bisschen. Na, da gehören wir hin. Ja. Pierre, du warst... In den Raum. Ist ja endlos. nee, aber wiederum dein Input, Andreas. Es kann entweder, du machst das über ein Gebiet, das Privaten gehört, du machst das über ein Gebiet, das der Staat aufkauft, macht er ja, finde ich eigentlich richtig, dass der Staat aufkauft und dann weitergibt, aber die Planung und die Voraussetzung für diese Entwicklung wird von öffentlicher Hand, also nicht von Partikularinteressen, sondern von einer öffentlichen Hand erarbeitet. Ein weiteres großes Potenzial, und das war auch damals im Stadt in Werden, und ich finde das fast, ja, ein bisschen hellseherig, die Stadt entlang der Gleisefelder oder auf den Gleisefeldern. Und da müssen wir uns alle,
wiederum Gedanken machen, wie ist die Mobilität der Zukunft. Wir haben den Professoren an der ETH, der über öffentliche Verkehrssysteme forscht, und der hat gemeint, er kriegt 10% bis 20% des jetzigen Schienennetzes. Er würde nie und nimmer zusätzliche Infrastrukturen bauen, kann das auch gar nicht zahlen, man kann es auch gar nicht unterhalten, sondern im Gegenteil, durch automatisiertes Fahren und selbstfahrende Züge werden sogar Gleisestränge werden frei. Hypothese, das ist keine Behauptung, aber ist mindestens eine Hypothese, die ernst zu nehmen ist. Und in diesem Fall wäre schon so etwas denkbar, oder? Das heißt, du bist ja meistens auch weit weg von, gut, es gibt oft Schrebergärten, das ist natürlich schon ein Problem, dann entlang der Gleisefelder oder zwischen den Gleisen. Aber ich denke, es sind sicherlich Areale, die, sagen wir, nicht so dicht und nicht so von dichten verschiedenen Interessen belegt sind. Gedeckt sind, genau. Beat? Aber es ist kein Votum gegen das Herzstück. Nein, das ist ja unterirdisch. Du hast gesagt, wir brauchen keine Infrastruktur. Ja, gut, also das, ja, richtig. Es gibt, ja. Nee, aber ich sprach von Muttens, oder ich sprach von Gleisefähr, Muttens, Wolf und so weiter und anderen, aber Herzstück auf jeden Fall. Ich möchte langsam jetzt Ihnen im Saal die Möglichkeit geben, Ihrerseits einen Einspruch zu erheben, Fragen zu stellen. Es gibt Mikrofone und Sie können sich melden, gerade hier. Kasper, die weiter hinten sitzen, müssen sich einfach dann umso deutlicher bemerkbar machen, damit wir sie sehen. Kasper, nehmen Sie Stoß. Mein Name ist Daniel Wiener, ich bin Berater, Nachhaltigkeitsspezialist. Ich habe geholfen in Zürich bei der versuchten Planung eines Gebietes, das ähnlich war wie heute das Glibeck, nämlich Zürich West, damals mit Ursula Koch. Sie hat genauso gesprochen wie heute auf dem Podium: Wir brauchen Freiräume, wir brauchen Kleinteiligkeit, wir brauchen eine Stadt, die sich organisch entwickelt, war damals auch noch ein Schlagwort. Das war in den 80er Jahren. Und der Kanton hat das dann verhindert, dass es so kam, sondern wir haben heute dort ein Investoren-Cluster mit Häusern, die so genutzt werden, dass man mit dem Auto unten reinfährt und dann arbeitet oder wohnt und dann wieder mit dem Auto unten rausfährt. Und die Stadt, trotz vielen Investitionen, auch im öffentlichen Raum und auch mit Schulen, und so weiter, lebt dort nicht weiter, sondern sie ist eigentlich vor allem im öffentlichen Raum ziemlich tot. Das ist Zürich West. Jetzt die Frage an Beat Eberhard: Wie widersteht er dem Investorendruck, der letztlich diese Art von Stadtweiterbau verursacht hat? Und diese Gefahr sehe ich auch sehr deutlich für Glibeck speziell. Ja, ich glaube, ich denke, da braucht es unterschiedliche Strategien. Also es ist noch schwierig, oder so klar zu sagen, ja, wir machen das und das. Es ist ja kein Kochrezept, das wir hier abspulen. Aber sicherlich ist es so, dass man ja auch aus den Erfahrungen, auch wenn sie andere machen, lernen. Und ich glaube, Zürich West ist ja noch interessant als Beispiel jetzt, würde ich mal noch vergleichen mit Oerlikon, oder? Ich glaube, das ist schon ein ganz anderer Fall. Also die Fehler, die in Oerlikon gemacht worden sind, die sind in Zürich West nicht mehr gemacht worden. Und jetzt hoffe ich mal... Dafür neue. Wie? Dafür neue. Vielleicht dafür neue, ja. Aber es ist eine unheimlich schwierige Frage, weil ich sie nicht beantworten kann, wie machen das so und so. Aber ich glaube, es hat
was mit dem Tempo zu tun, es hat was mit der Kultur zu tun, eben wie auch wie man miteinander umgeht. Es hat was mit der Politik zu tun, wie die Politik auch hinsteht und sich für die öffentlichen Interessen einsetzt. Also ich glaube, das ist eine unglaublich komplexe Gemengenlage, die schlussendlich zum Erfolg oder Misserfolg einer ganzen Geschichte beiträgt oder führt. Und also ich will mich ja nicht überschätzen, ich bin irgendwie so ein kleines Rad in dieser ganzen Geschichte. Und es gibt in Basel ja vielleicht auch andere Akteure, es gibt die Stiftung Habitat, es gibt einen Kanton, der überhaupt Grundstücke kauft an solchen Orten, das wäre in Zürich kaum denkbar in dem Ausmaß. Ich möchte aber weitergeben ins Publikum, Sie sind dran. Darf ich dazu noch eine Sache erwidern? Ja. Ich würde auch behaupten, dass Basel-Klibeck einen präziseren, einen stärkeren Charakterstand heute hat, als Zürich West oder Oerlikon das hat. Das wäre die Hoffnung, sozusagen. Das ganz Schwierige, Stadt wird ja nicht von einem Tag auf den anderen, Punkt 1. Wenn du Leben ansprichst, oder, und ich komme nochmals auf die Quartiere aus der Gründerzeit, was macht die so lebendig? Und du kannst jetzt, Oerlikon hat auch so eine Art Blockrandbebauung mit Straßenecke, Straßenkreuzung. An der Straßenkreuzung hast du eine Wohnung, ja, im Erdgeschoss. Wie will da Urbanität oder wie will da öffentliches Leben entstehen? Das heißt, es ist nicht nur, wir Architekten können auch nur Antworten geben, auf was jetzt ist. Und diese sozioökonomische Realität, das Lädeli-Sterben, irgendwie das... dieses Schlagwort, das stimmt irgendwie, oder? Wir haben gar nicht mehr diese feine Struktur von Geschäften, die Leute, die Bäcker werden wollen, sein wollen, um 4 Uhr aufstehen. Das gibt's, dieses kleinteilige Gewerbetum, das gibt's eben nur in diesen Quartieren und das sind meistens ausländische oder Leute, die nicht aus Basel ursprünglich sind. Und dieses gilt es zu bedenken, das kannst du nicht so machen und das ist es. Aber was vielleicht wir von Zürich West lernen können, das ist fast eine Tabula Rasa-Lösung. Da wurde Industrie, Logistik weggefegt und da kommen jetzt, weiß nicht, alles andere, wohnen vielleicht, arbeiten, shoppen und finde ich, was im Dreispitz. Und das ist genau auch der Punkt, dass man den Leuten auch die Ängste, jetzt insbesondere dem Gewerbe, weil das Gewerbe braucht diese Flächen in Basel. Und beim Dreispitz hat man versucht, eben das nicht in einem Go zu machen, alles weg und dann baut man ein neues Quartier, sondern es wurde ein Teil, Campus des Bildes, das wurde ausgesondert, das war das Freilager, war nicht einmal Gewerbe. Und eigentlich soll das Gewerbe dort leben können in Zukunft. Das muss man, das macht aber auch die Merian-Stiftung, macht das und sagt, hey, habt da keine Angst, ihr werdet nicht vertrieben. Und noch vielleicht das ganz wichtig, was die Planung, und da bin ich, man ist ja nie sicher, aber ist ziemlich wichtig, die Infrastruktur hast du auch angesprochen, Beat, die Straßenführung ist essentiell. Ich glaube, das ist einmal das Wichtige, die Straßenführung, die Jahrzehnte oder Generationen überdauern wird. Nur als Beispiel, Nachkriegsmoderne in Deutschland, Berlin, neue Potsdamer Straße, ist einfach ein Fehler, sorry. Ich weiß schon, aber da hat Scharoun sich total vertan. Oder? Und jetzt gibt es einen Wettbewerb und du hast diese Straße, die ist da, die kannst du nicht, du kannst ein Gebäude abreißen, du kannst Bäume fällen, aber die Straße, die ist da. Oder? Und das ist im Klibeck, wird das sicher eine der größten Herausforderungen, aber es ist ja schon sehr vieles gegeben. Oder? Du kannst eigentlich das Quartier von oben, von links, von rechts einfach weiterstricken. That's it. Da gibt es nicht viele Alternativen. Charlotte von Moss. Nur ein kleiner Nebensatz, dass man eben eigentlich diese neuen Areale nicht so als isolierte Inseln sieht. Das ist vielleicht auch beim Erlenmatt nicht besonders gut gelungen, oder? Aber sondern eher wirklich einfach als Erweiterung von dem, was angrenzend ist.
Genau, dass man die einfach vernetzt, oder? Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe im Kliebeck, diese unterschiedlichen angrenzenden Quartiere wiederum zu vernetzen über den Perimeter dieser geschlossenen Stadt. Und ich glaube, das, oder jetzt nochmal Zürich-West, kommt mir jetzt noch in den Sinn, diese unsägliche Geschichte mit diesem Nagelhaus, ich meine, das ist absurd, dass dieses Haus schlussendlich weg muss wegen einer Straße, die man auch 3 Meter nebenan hätte führen können. Also jetzt dieses alte Arbeiterwohnhaus, das ist ja unsäglich, ja. Es hat sich aber auch kaum jemand dafür gewirkt. Ich würde gerne mal auf Piers Punkt zurückzukommen. Du hast was ausgesprochen, was, glaube ich, ganz viele Architekten und auch ganz normale Menschen häufig denken, nämlich... Okay. Leute, die nicht architektonisch ihr Geld verdienen. Ne? Ja, genau. Und nämlich diese Idee, also diese Beobachtung, vor der man irgendwie nicht die Augen verschließen kann, dass dieses Gründerzeitmodell tatsächlich zu dieser lebendigen Stadt geführt hat. Und man merkt immer, es ist die Erdgeschosszone. Da kommt auch die Arrival City wieder rein, dass eben man sagt, okay, die Erdgeschosszone des Blocks ist einfach... von öffentlichem Interesse, deswegen sollte die Programmierung auch so sein. Jetzt frage ich mich gerade, wir haben gerade von Vernetzung von Quartieren gesprochen. Gerade in Zürich gibt es ein interessantes Beispiel, wo durch eine Insellösung das mal partiell anders oder interessant ausgenutzt wurde, nämlich das Mehr als Wohnen Genossenschaftswohnungsprojekt. Dort hat ja die Genossenschaft, also Architekten und Bewohner gleichzeitig zusammen gesagt, wir möchten, dass im Erdgeschoss keine Wohnungen sind. Und sie haben gesagt, ja, welche Nutzung hätten wir denn gern? Ja, wir hätten gern eine Kita, wir hätten gern Arbeitsräume für junge Professionals, die sich keine Mieten in Zürich leisten können und so weiter, andere Nutzungen. Wir möchten irgendwo mal was einkaufen, wenn man nachts um 10 wieder merkt, die Milch ist alle und so weiter. Und sie haben dann gesagt, ja, wie machen wir es denn ökonomisch möglich? Ja, wir preisen diese niedrigeren Mieten, die wir dort verlangen wollen, in die Wohnung mit ein. Und das war eine Bewohnerentscheidung. Das fand ich jetzt sehr interessant. Gut, das sind jetzt keine Sozialfälle, das ist gute Mittelklasse, die dort wohnt, aber trotzdem jetzt nicht keine reiche Leute. Wenn man sowas sieht, also wenn man einerseits sagt, ja genau, das ist die Stadt, die wir eigentlich wollen, und sieht, die haben es mal geschafft, in einem partiellen Setup, eine beschränkte Versuchsordnung, wäre da nicht auch so die Insel gewissermaßen als eine Raumtypologie interessant für neue experimentelle Planungsformen. Also ich denke an Oswald Matthias Ungers, seine Idee des Archipels, wo er sagt, ja, die Stadt ist vielleicht gar nicht die Kontinuität, die große, ununterbrochene Ausdehnung, sondern vielleicht besteht die Stadt ja wirklich aus diesen Partikularsituationen. Also wäre da nicht irgendwie was zu holen, dass man sagt, ja, wenn wir Zürich-West nicht wollen, sondern diese andere Art von Stadt, und wir aber nicht das gesamte System mit einem Schlag ändern können, dann könnten wir Versuchsbedingungen definieren, Rahmen, Grenzen, in denen wir das anders machen. Gibt es denn da Planungsinstrumente so im heutigen Stadtplanungsvokabular oder muss man das erfinden? Also Zürich hat die Genossenschaften, wie könnten wir das denn machen? Ja, wir haben auch Genossenschaften, wir haben auch natürlich auch andere Akteure. Ich glaube, wichtig ist, dass uns hier natürlich auch der gesellschaftliche Trend oder die Entwicklung der Gesellschaft auch hilft. Also es will eben niemand in Oerlikon an der Kreuzung im Erdgeschoss diese Wohnung mieten. Und das merkt dann nach 5 Jahren auch der Investor, dass das irgendwie nicht klappt. Und also ich glaube, es gibt ja auch eine Lernkurve, die uns sicherlich hilft. Aber jetzt auf deine Frage, selbstverständlich glaube ich nicht, Pierre hat jetzt ein paar Mal vom Blockrand gesprochen, selbstverständlich ist eine bewährte Typologie, funktioniert wunderbar. Du sprichst jetzt von Leutschenbach, ich glaube, das ist ja das Spannende an der Stadt und am Städtebau. Es gibt ganz unterschiedliche Rezepte, wobei natürlich auch da kommt es dann immer auf die Summe der einzelnen Maßnahmen an, oder? Also man hat realisiert, auch wenn das einzelstehende Häuser sind, damit das nicht einfach pure, langweilige Aglo wird, braucht es im Erdgeschoss irgendwas. Und da hat man sich so entschieden, das dann auch so durchzuziehen. Und ich glaube, das ist bei allen Stadt, also bei unterschiedlichen Typologien, morphologischen Vorstellungen der Stadt denkbar. Es muss einfach gut gemacht sein. Und kann es sein, dass es dafür auch Akteure braucht, die das unbedingt wollen, damit das zustande kommt, weil ein rentabel ist es ja nicht. Ach, ich frage Sie immer, nehmen Sie teil, fragen Sie. Jetzt gibt es eine Frage, da.
Andreas, ich finde eine deine Frage sehr gut, weil man hat schon das Gefühl, dass die Stadt auch einfach zu sehr stark beobachtend und vielleicht teilweise leitend ist. Und die Frage ist doch, könnte die Stadt nicht auch aktiver werden? Es gibt ja auch Grundstücke, ich denke zum Beispiel das Modell von München, wo sehr viel oder Großteil der des Wohnungsbaus über Konzeptvergaben gemacht werden, wo halt nur Leute oder unter Stiftungen oder Investoren, die eine gewisse Idee haben, was sie dort bauen, einen Antrag stellen können an den Staat in einer Situation, wo das Land der Stadt gehört. Also es gibt ja... Also so etwas wie Bauträgerwettbewerbe, der Bauträger... Nein, meine Frage, ist einfach konkret, ohne jetzt genau die Idee zu haben, welche Mittel die besten sind für die Stadt Basel, könnte es nicht sein, dass die Stadt leitender oder aktiver oder als Vorbild in gewissen Zonen, wo sie jetzt das auch aufgekauft hat, oder ist es wirklich einfach so, dass man das dann einfach komplett über den Markt überlässt? Also nein, ich habe vielleicht die Frage nicht wirklich richtig verstanden. Aber es gibt doch jetzt die Stadt, als Stadt, kann die Stadt nicht auch als Entwickler auftreten, teilweise? Oder kann sie, wenn sie nicht selbst entwickeln will, zumindest gewisse Grundanforderungen stellen, die irgendwie an die Entwickler irgendwie spezifisch sind, als einfach nur irgendwie begleitend wirken? Entwickler analog Volta Ost beispielsweise, wo jetzt der Wettbewerb war? Ich kenne das Beispiel zu wenig, um das. Ja, klar. Also das ist genau ein gutes Beispiel. Ich glaube, da sitzen jetzt einfach nicht die richtigen Leute auf dem Podium. Oder das ist eine Frage an die IBS, an die Immobilien Basel-Stadt, wie sie mit ihrem Gebäudepark oder respektive mit ihrem Land umgehen will. Aber Volta Ost ist sicherlich ein gutes Beispiel. Da wird ja eben auch dann neues Wohnen erforscht, auch Wohnen für Studierende, für Randgruppen, Paragraph 16, also Sozialwohnungen, Wohnungen für Asylsuchende. Und ich glaube, ich verstehe langsam, was deine Frage ist. Also wenn man jetzt nochmals auf diese 6 Areale schaut, auf die großen Areale, Transformationsareale in Basel, dann ist auch überhaupt nicht die Meinung, dass man überall genau dasselbe macht. Und beispielsweise in den Arealen, wo der Kanton auch Grundbesitzer ist, war beispielsweise am Walkerweg, da gibt es selbstverständlich Vorstellungen der Stadt, des Kantons, aus dem Präsidialdepartement, aber natürlich auch von der IBS, wo die Reise da hingehen soll. Und selbstverständlich ist da natürlich ein anderer Anspruch wie auf einem Firmenareal, wo ein Investor primär natürlich seine Interessen durchbringen will. Also, und ich glaube, nochmals, das ist die große Chance, oder das können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass wir diese großen und unterschiedlichen Areale haben und die auch unterschiedlich entwickeln können. Weitere Fragen jetzt gerade aus dem Publikum? Oder Einwände? Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Nicole Wirz, ich bin Architektin und Stadtplanerin. Mich würde es interessieren, ich habe eine generelle Frage, und zwar zum Thema Planungskultur. Wir haben ja das Thema Wachstum in engen Grenzen und wir haben eigentlich gesehen, dass es sehr viele Transformationsareale gibt, die eigentlich ein unglaubliches Wachstum quasi mit sich bringen könnten. Meine Frage ist jetzt ein bisschen auch generell, wie findet man die Grenzen in diesem Wachstum? Und es wurde ja vorher auch schon mal erwähnt, es ist eigentlich gut, dass es Grenzen gibt, Anna hat es erwähnt. Und welche Planungskultur steckt auch dahinter, damit man eigentlich diese Widersprüche oder diese Wachstumsthematik auch auffangen kann? Ist es klar, was mit Planungskultur gemeint ist? Ich kann, also das, was ich darunter verstehe, ja, also ich glaube, das ist, natürlich wird das von Fall zu Fall auch ausgehandelt in Verfahren. Also über Studienverfahren, über Testplanungen. Es ist ja nicht so, dass wir an ein Areal rangehen und sagen, ja, da machen wir jetzt mal Ausnutzungsziffer 3 und da nur 1,5, sondern in aufwendigen Prozessen, deshalb dauert dann auch alles so lang, wird das Nutzungsmaß, die Nutzungsdichte, auch der Nutzungsmix, das Straßensystem und so weiter, ja, ausgelotet. Und beantwortet das deine Frage, Nicole? Ja, ich sehe das ja auch
Es gibt ja auch Szenarien, die mit plus 50.000 Einwohnern für Basel rechnen vom Statistischen Amt. Stand heute in der Zeitung, ja. Ich habe es auf der Website gefunden. Vom Statistischen Amt, ja. Dann Planungskultur. Ich möchte lieber nochmals auf die andere Frage nochmals antworten. Und zwar, ich finde das recht gefährlich. Also ich glaube nicht an Subventionitis des Staates. Also ich glaube, ich wünsche mir, will ich eine lebendige Bevölkerung. Und das ist vielleicht schon das Problem von Basel. Wenn zum Beispiel Saint-Louis zu Basel gehören würde, dann wären zum Beispiel dort interessante Orte für die sogenannte, ich hasse das Wort zwar, Kreativwirtschaft für Künstler und so weiter. Anders gesagt, günstige Orte, die inspirierend sind, oder? Und nicht so Artifizielles aber ich oder Neues. Und da kann der Staat nichts machen. Da bin ich, das glaube ich, das ist nicht der richtige Weg. Und es zeigt, die Clarastraße, hast du erwähnt, die jetzt eine Durststrecke ist, eine Art Brache. Und das ist wahrscheinlich wieder eine Chance für die Clarastraße, diese Brache. Und der Investor, was kann er machen? Er kann es oder der Eigentümer kann es leer lassen, dann bleibt es irgendwie leer. Oder er geht runter mit dem Zins, weil er doch irgendwie eine Einnahme braucht und so weiter. Also da ist der Selbstregulierende, ist irgendwie aktiver, ist lebendiger, als dort zu sagen, da ist es günstig, da gehen jetzt alle Künstler hin. Aber ich glaube, das war, glaube ich, ein Missverständnis, ein Unklar von mir. Ich meinte nicht, dass der Staat das subventionieren soll. Aber die Frage ist, wenn er schon selber Grundstücke besitzt oder dort nicht aktiver kontrollieren kann, was dort gebaut wird. Und ich da, mein Beispiel am Beispiel von München ist, da scheitert es dann vielleicht auch an der Architektur, aber an der Planung ist es eben so, dass die meisten Grundstücke vergeben werden über eine sogenannte Konzeptvergabe. Das heißt, der Investor muss zeigen, was er dort vorhat, wo er gemeinschaftliche Räume hat, wie er das Erdgeschoss bespielt. Solche Dinge könnte man ja sich vorstellen, jetzt zum Beispiel bei dem Drei Rosen, ich weiß es nicht genau, oder, was jetzt dort geplant ist, dass dort die Stadt eben stärker eingreift, als es nur einfach als Zwischenakteur. Aber guck mal, London hat irgendwie eine tolle Vorgabe. Wenn du ein Projekt hast mit Wohnungen, muss 20% muss Social Housing sein. Yes, was können die machen? Entweder sich loskaufen, machen die meisten, weil die keine Mischung wollen. Das ist ein wirklich ganz schwieriges Unterfangen, diese Vorgaben. München macht das. München macht genau darum, das Modell. Und funktioniert. Aktivität die Stadt oder der Kanton übernimmt. Da sind Zürich Kalkbreite, mehr als Wohnen würde es nicht geben, wenn es nicht auf städtischem Lande wäre. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Du hast dich gemeldet, Meindert Mohr. Beat Eberhard hat am Anfang einen Film gezeigt, den wir nicht gesehen haben, und da wurde geäußert, die Stadt wächst bis eben zu 1 Million in kürzerer Zeit. Jetzt haben wir so Schritte von 1000 Personen im Jahr. Wenn man von Wachstum spricht, dann muss man ja auch vielleicht schauen, was passiert, wenn wieder Schrumpfung entsteht. Heute habe ich in der Zeit gelesen, dass jetzt eben über den Druck in den Städten und den immer höheren Mietzinsen die Leute wieder aufs Land gehen, weil da weiß man natürlich, da hat man einen höheren Leerstand. Und habt ihr in euren Strategien des Wachstums auch Strategien? Oder und dann baut man ja noch Infrastrukturen für den Wachstum und dann passiert Schrumpfung. Gibt es Strategien im Hochbahnplanungsamt eben auch dem entgegenzuwirken, dass das dann nicht eintritt, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, was mich ziemlich wach gemacht hat? Nein, also ich habe kein Schrumpfungsszenario. Und zwar ganz einfach, weil ich vom jetzigen Zustand ausgehe, aber selbstverständlich ist uns klar, also ich glaube, wir leben ja in einer unglaublich unsicheren Zeit. Und vor zwei, drei Jahren mit dieser Masseneinwanderungsinitiative hat man auch prognostiziert, ja, jetzt fällt die Schweiz in eine Rezession, jetzt ist dann dieser Immobilienboom endgültig vorbei. Ich glaube, das ist ganz schwierig, aber ich denke, wir sind ja, es ist ja nicht so, dass wir
sagen, wir müssen wachsen, sondern der Druck ist da. Also es gibt Investoren, die BASF und die Novartis, Beispiel Klibeck, die sagen, wir haben brachen Leerstand, wir wollen entwickeln. Und wir wissen aus marktökonomischer Sicht, dass sich das rechnen wird. Also wir können da entwickeln, die Wohnungen werden Absatz finden. Die Wirtschaftsförderung sagt ja, prima, da stehen irgendwie, ich weiß auch nicht, 1000 Firmen stehen eh schon Schlange. Jetzt mit dem Unternehmenssteuerreform 3 ist Basel mittlerweile hinter Zug der attraktivste Kanton in der Schweiz. Also ich glaube, so sind wir schlussendlich getrieben in der täglichen Arbeit. Schrumpfungsszenarien haben ja immer das Problem, dass sie ökonomisch vollkommen uninteressant sind, oder? Es gibt keine finanziellen Mittel, um Schrumpfung zu finanzieren. Im Fall Basel müsste man darauf setzen, dass das ein Wechselszenario gibt, oder? Dass der Umbau der Stadt letztlich dann auch ermöglicht, dass es für eine Zeit zumindest Leerstände gibt, dass es einfach im Sinn dieses Wechsels eben erst Leerstände gibt, die anders besetzt werden durch meinetwegen diese freieren Dinge und dann überformt werden, ist ja das, was in jeder größeren Stadt, wie du das ja auch beschrieben hast, genau so passiert. Ich glaube, dass das in Basel aber gerade in diesem engeren Korsett passieren kann und dass es natürlich im Raum Basel nach wie vor so ist, dass das kleine Einfamilienhaus in Rheinach, ja, dass man dafür ja schon gar keine, also dass das finanziell vollkommen uninteressant ist, dass das an Wert massiv verloren hat. Oder, also auch wenn die, also dass ich nicht glaube, dass demnächst dort unbedingt ein Druck wieder entstehen wird, dass die Leute dort hinausziehen werden. Also die Wachstumsszenarien sind ja ungefähr ähnlich wie in Bern, in Zürich, in Genf, sogar wahrscheinlich etwas bescheidener. Aber ja, weitere Fragen gerade jetzt von Ihrer Seite aus dem Publikum. Darf ich noch zur, die Immobilien Basel-Stadt scheinen tatsächlich heute irgendwie nicht anwesend zu sein, oder? Weil die als Selbstbewohnerin der Clara-Straße hat die Clara-Straße ja heute Abend eine ungeahnte Popularität erlangt, weil sie so oft genannt wurde, wollte ich eigentlich nur noch einwerfen, dass die Immobilien Basel-Stadt ja genau das beginnen, dass sie Erdgeschossflächen in der Clara-Straße beginnen, alternativen Nutzungen zuzuführen. Oder so ganz im Kleinen, das sind so, und von dem her glaube ich, wird es dort eben so eine Umprogrammierung, wird selbstverständlich stattfinden und die aber auf natürlichem Weg, oder die kann man noch in den Erdgeschossen in irgendeiner Art beeinflussen, wenn es um den Neubau ganzer Häuser geht, dann geht das ohne den Eigentümer natürlich doch nicht. Ich denke, wir biegen so langsam in die Schlussrunde ein. Ich möchte Ihnen ein anderes Wort dabei noch mitgeben. Neulich habe ich Zeitung gelesen, Neue Zürcher Zeitung. Da wurde Philipp Gaban zitiert, der sagt, eine Stadt, die urban ist, die tritt uns auch gelegentlich in den Hintern. Also die ist nicht nur schön, die ist nicht nur angenehm, die ist auch manchmal laut, die stinkt, die produziert Verkehr. Darf Basel auch in diesem Sinne urbaner werden oder soll es diese schöne Stadt bleiben, die es vielleicht heute ist? Oder ist es in diesem Sinne auch urban heute schon? Ich gebe wieder dir zuerst das Wort, Charlotte. Nein, von mir aus unbedingt, soll unbedingt urbaner werden und dreckiger, nicht nur mit mehr Verkehr, aber irgendwie mehr provokativen Dingen, die man sieht und erfährt. Und ich hoffe mir da auch, dass die Stadt trotz Gegenwind, wie du es gesagt hast, durchaus auch mutig bleibt, auch zur Provokation, also oder wird. Pierre? Also, eins dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben jetzt von Basel-Stadt gesprochen und ich sehe die Stadt nur in Zusammenhang mit dem Umliegenden. Das ist eine Metropolitanregion und ich kann mir diese Metropolitanregion nur als Ganzes, so als Ganzes denken und nicht nur uns auf diesen Stadtstaat konzentrieren wollen. Und Stadt ist Konflikt, Stadt sind Differenzen und gerade eine trinationale Stadt ist eine Differenz, wenn ich in Euro und den
Käse kaufen kann in Saint-Louis oder auf den Markt. Gut, das gehen jetzt einfach aus anderen Gründen. Aber dass diese Unterschiede lebbar sind, ich glaube, das macht eine Stadt aus. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt the ugly and the nice. Und es gibt nicht nur eine ideale Stadt, gibt es gar nicht. Die gibt es nur in den Büchern und in den Ideologien. Aber die Realität ist eine ganz andere. Und wir sind immer noch paradiesisch hier in der Schweiz und in Basel verglichen zu anderen Städten. Wir haben über ein heutiges Phänomen noch gar nicht gesprochen, dass zum Beispiel Städte wie Barcelona, Paris und Berlin, auch Berlin, das ist der Tourismus, dass es billiger ist, die Wohnungen an den Touristen zu vermieten und das macht die Städte kaputt, natürlich. So weit sind wir noch nicht in Basel. Aber ich meine, diese Unterschiede, diese Differenzen, diese Konflikte, die muss es haben. Wir müssen uns aneinander reiben, aber da braucht es ein aufgeklärtes Bürgertum. Da braucht es Leute, die fähig sind, mit anderem umzugehen. Sonst geht das natürlich nicht. Sonst leben wir dann, wie du gesagt hast, in Ghettos. Das ist dann Joburg, Johannesburg, wo du dann wirklich, du hast es erwähnt, oder vorhin diese mittelalterlichen Schlösser oder mit Ziehbrücken und dann ist jeder irgendwie in seiner eigenen Welt. Es wird Puzzlestücke geben, da bin ich auch deiner Auffassung, die Stadt ist nicht ein einheitlicher Brei oder ein einheitliches Ding, sondern es gibt unterschiedliche Quartiere, unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Teilmengen und das macht die Lebendigkeit einer Stadt aus. Anna? Ich habe über dieses Zitat selbst bin da auch drüber gestolpert, lange nachgedacht, was das heißt jetzt. Pierre, du sagst, Basel zeichnet sich gerade dadurch aus oder muss ein Ort werden, in dem Fremdes zusammenkommt. Ich habe Basel übrigens immer so erlebt, dass Basel eine andere Offenheit an und für sich hat als andere Schweizer Städte, also mental und zwar im kleinbürgerlichen Bereich, interessanterweise genau wie, hoffen wir, auch im großbürgerlichen Bereich. Das ist die Sache mit dem Dreck in der Stadt und dem Lärm in der Stadt, das ist ja schwierig zu planen, oder? Das sehe ich dich schon, oder? Wie du sagen möchtest, also Basel muss großstädtischer werden, also muss es irgendwie auch lauter werden und so. Genau, ich glaube, nein, aber vielleicht muss man sogar so weit gehen und ich habe das vorhin versucht auszudrücken, dass es in der ganzen Planung tatsächlich eine gewisse Offenheit braucht. Wenn Basel also ein Ort ist, der in seinen Grenzen sehr passgenau definiert werden muss oder wo es einen Umbau geben wird, wo man mit Aufstockungen oder versucht, also Verdichtungen, qualitativ hochwertige Verdichtungen zu schaffen, dann braucht es im Austausch dazu vielleicht Orte, die einen einfach in Ruhe lassen. Und damit meine ich eine Planung, die vielleicht sich sehr viel stärker oder weniger abwendet von der Planung des einzelnen Objektes, mehr hin zur Planung des Raumes. Und zur Planung des Raumes gehört für mich, einen Raum so zu planen, dass er einen in Frieden lässt. Dass es Orte gibt, die sagen mir nicht gleich, wie sie zu funktionieren haben, sondern die können heute so und morgen irgendwie anders funktionieren. Und das ist natürlich schwierig, das ist so ein Jonglieren mit beliebig vielen Bällen in der Luft, oder? Das ist anspruchsvoll. Aber es bräuchte irgendwie so dieses Gegenüber von den sehr definierten zu den sehr offenen Strukturen oder Orten. Ich glaube, das finde ich. Scheint mir richtig, oder? Es braucht eben genau diese Vielfalt und diese gegensätzlichen Momente. Und selbstverständlich muss die Stadt einem auch zuweilen in den Hintern treten. Das erleben wir ja tagtäglich, wenn ich jetzt mit dem Velo hierher fahre und mich durch diese Baustelle hier kämpfen muss. Ja klar, wie fühle ich mich da? Aber das gehört dazu, ist auch ein gutes Gefühl, ich weiß auch nicht, um 17 Uhr mal durch den Bahnhof SBB, das hat ja auch was Energetisierendes. Auch wenn es mich nervt, weil ich nicht vorwärts komme. Aber das ist Stadt und das ist gut. Also ich spüre, ich lebe. Schön. Stadt ist, wenn man fühlt, dass man lebt. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich denke, im Vergleich mit anderen Städten gibt es wahrscheinlich hierzulande andere Dynamiken. Hier sagt kein Stadtbaumeister, Schwammendingen wird umgestochen, wie man das in Zürich hört und auch sieht, weil es nämlich stattfindet. Ich denke,
da ist die Dynamik doch wieder anders. Ich möchte, bevor Sie jetzt aufstehen, Sie darauf hinweisen, erstens, dass es hier auch noch Apéro gibt im Anschluss, dass Sie weiter diskutieren können. Ich möchte Sie nochmal auf unser Heft aufmerksam machen, Werk Bauen und Wohnen, das Heft zum Thema Basel mit den Bildern übrigens von Thomas Emmer, die Sie hier gesehen haben, einem Fotografen, der in Interlaken zu Hause ist. Und Andreas, du machst gerade weiter. Ich wollte noch ganz kurz sagen, natürlich konnten wir heute nicht alles Mögliche besprechen, was hier in diesem Thema drin ist. Das ist ja eine sehr, sehr reichhaltige Palette. Diese Diskussion muss man einfach fortführen. Und vielleicht auch die Frage, die wir heute nicht so richtig mit ansprechen konnten, was können eigentlich Architekten in dieser Geschichte tun? Da bietet sich das an. Wir machen vom Schweizerischen Architekturmuseum am 24. September, das ist den September, den nächsten Samstag, ein Symposium, was eigentlich hier anknüpft, das heißt Common Luxury. Wir haben ein kleines Leaflet da ausgelegt mit dem Programm. Da haben wir junge Architekten aus 9 Ländern eingeladen, aus der ganzen Welt, die wir eben gefragt haben, ja, wie lässt sich die Idee des Luxus kollektiv redefinieren, weg von der Idee, Luxus ist mein privater Pool, vielleicht zu der Idee, Luxus ist, dass ich im Rhein schwimmen kann mit allen anderen und dafür nichts bezahlen muss. Und das stellt halt die Frage, welche Möglichkeiten und Pflichten haben Architekten auch, die Politik zu provozieren mit guten Ideen. Und ja, da lade ich Sie alle herzlich ein. Danke. Dann danke ich dem BSA Ortsgruppe Basel, ich danke dem Schweizerischen Architekturmuseum, ich danke natürlich Ihnen vier hier auf dem Podium und ich danke dem Publikum für die Diskussion. Schönen Abend.